Liebes Publikum, hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung außerhalb der Reihe von Gott und die Welt. Wir wollen natürlich die Situation anschauen, die sich aktuell weiterentwickelt. Es geht um den Ukraine-Konflikt und dazu haben wir heute eingeladen den Historiker und Publizisten Wolfgang Eggert, um mit ihm das ganz große Bild zu zeichnen. Dann einen wunderschönen guten Tag, meine Herrschaften. Lieber Charles, lieber Wolfgang, schön, dass ich mit euch hier in diese Themen einsteigen kann. Ja, super. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat und vor allem, dass Wolfgang da ist und gebe dir gleich das Wort. Mir jetzt, Dankeschön. Ja, natürlich. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich mit euch da bin. Für unsere Zuschauer noch der Hinweis, Jascha ist zurzeit auf Reisen und es war ganz spontan, dass wir Wolfgang jetzt eben hier vor die Kamera bekommen haben und das wollten wir natürlich unbedingt ausnützen und Charles ist jetzt hier mein kompetenter Gesprächspartner und Wolfgang, ja, mit dir würden wir natürlich gerne einsteigen in ja, in deine Analyse des aktuellen Geschehens. Du bist ja als Mensch, der viel in diesen Themen drinsteckt, natürlich ein gefragter Gesprächspartner. Also nochmal danke, dass du dir für uns die Zeit nimmst. Wie kannst du denn jetzt das Ganze einordnen? Haben dich diese Ereignisse vollkommen überrascht oder hast du das fast kommen sehen schon? Na, es hat mich schon überrascht. Ich denke, wie einige andere war mein Fokus auf Corona gerichtet. War nur am Anfang des Jahres abzusehen, dass das Thema am Ende war, dass es halt eben zurückgefahren würde. Die Österreicher haben das auch zurückgefahren mit ihrer Impfpflicht. Es kam immer mehr raus, dass vieles nicht stimmte von den Angaben, die wir bekommen haben. Und ich habe mir gedacht, was nun? Ja, wie weiterentwickeln? Und klatschend kam die Geschichte aus der Ukraine. Wir sind gut abgelenkt worden. Also ich bin auf jeden Fall gut abgelenkt worden, wahrscheinlich wie andere auch. Charles, du kannst jeden Moment reinspringen. Ich will dir gar nicht. Ich habe der Höflichkeit einmal eine Redepause gemacht. Vor allem, was uns ja heute interessiert, ich meine, die geopolitischen Entwicklungen sind ja super interessant in Bezug auf dieses Thema. Aber deine Forschung, Wolfgang, gehen ja vor allem in die Richtung, dass du auch religiös-politische Gruppen erforscht und inwieweit die mit geopolitischen Themenbereichen in Zusammenhang stehen. Und vielleicht finden wir aber über diesen Bereich Geopolitik so diesen Einstieg in das eigentliche religiös-okkulte Hintergrundgeschehen, wenn man so will. Wie ordnest du das ein? Was passiert gerade? Also war vielleicht ganz einfach gefragt, warum wird gerade Krieg geführt, Russland gegen die Ukraine? Also ich denke, man betrachtet es zunächst mal, und wir sollten es auch, oder wir können es genauso betrachten, von der säkularen Ebene, also von der weltlichen Ebene, da wo Staaten letztendlich miteinander um Herrschaft ringen. Und das findet in der Ukraine definitiv statt. Wie gesagt, es gab eine Ablenkung, wo wir nicht mehr richtig hingeguckt haben, allgemein, auch die gesamte Gegenbewegung nicht, und wo plötzlich was passiert ist, ja, wo plötzlich, also der Angriff Russlands kam relativ überraschend in meinen Augen, aber es gab einen Vorlauf. Es gab den Vorlauf, dass amerikanische Außenamtsarbeiter versucht haben, einen Konflikt in die Wege zu leiten. Das will ich sagen, ich würde so weit gehen. Zumindest haben sie es gemacht. Und zwar, indem sie die Ukraine letztendlich eingeladen haben, in die NATO zu kommen. Und das geht von Victoria Nuland aus, die für die Ukraine zuständig ist. Und die hat schon öfters gezündelt, was halt eben amerikanische Farbenrevolutionen und Auslandskontakte anbelangt. Das war nie eine ruhende Adresse, sondern immer eine kämpfende. Und von dort aus wurde offensichtlich die Ukraine ins NATO-Bett gebeten. Und Russland hat dann sehr schnell reagiert. Ich hatte den Eindruck, und jetzt kommen wir zur Geopolitik. Warum haben die Amerikaner das gemacht? Warum haben die Amerikaner die Ukraine zum Brandherd gemacht? In meinen Augen deswegen, weil geopolitisch die Amerikaner ein Interesse daran finden können, wenn Europa und Russland in Konflikt liegen. Das war schon immer so. Und vor allen Dingen war es dann so, wenn Europa dazu tendiert hat, eine eigene Rolle zu spielen, die sich ein Stück weit von den Amerikanern abgekoppelt hat, und unter Umständen sogar nach Russland gelegt hat, also nach Osten, wo man gesagt hat, wir können da vielleicht noch eine Brücke bauen, in irgendeiner Form.
Das Erstere ist auf jeden Fall von Macron bedient worden. Also Macron war derjenige, der schon vor Jahren gesagt hat, er wolle letztendlich ein europäisches Militärbündnis haben als Alternative zur NATO. Dass man irgendwann auch die NATO aus europäischen Belangen her auflösen könne, um dann halt eben mit dem eigenen Bündnissystem eigene Wunschvorstellungen voranzubringen. Da dachte er zumal an Deutschland als Partner, uns auch damals relativ früh schon die Atomwaffen angeboten, der Franzosen, dass wir eine Teilhabe haben. Und Tage später gingen dann die Gelbwesten-Proteste los in Frankreich. Das war für meine Begriffe schon sehr, sehr durchsichtig, dass das so schnell kam. Und meine Begriffe waren die auch angesteuert von den Amerikanern, die gemerkt haben, dass sich hier in Europa was tut, was sie dann letztendlich im Regen stehen lassen könnte. Und ich habe den Eindruck, dass auch die Franzosen diejenigen gewesen sind, die versucht haben, diesen Konflikt, den wir jetzt gerade sehen, zu verhindern. Und zwar im Vorfeld, bevor er überhaupt virulent wurde, bevor er zu sehen war. Sie sich gesagt, wir können die Ukraine so als Brückenstaat nehmen, mit denen wir dann zusammen mit den Russen etwas aufbauen, was neutralisiert ist vor der Hand und dann irgendwann auch zu den Russen hinfinden. Das ist nie gesagt worden, aber das wäre auch eine vernünftige Position gewesen. Dass in dem Moment, wenn der europäische Raum sich tatsächlich von den Amerikanern ein Stück weit löst und mit Russland zusammengeht, dann sind wir Nummer eins. Dann sind wir vorne, ganz, ganz vorne. Deutschland und Frankreich, das muss man sich vorstellen. 60, 70 Jahre nach dem Krieg. Unfassbar, aber dem ist so. Amerikaner haben sich gesagt, nein, das machen wir so, wir sehen Unfrieden in Europa, sodass sich die Europäer mit den Russen in die Haare kommen. Und dann werden zwei, wenn die gegeneinander gehen, zwei Konkurrenten ausschalten. Es gibt andere Leute wiederum im amerikanischen Außenamt oder auch im normalen politischen Verfahren, zum Beispiel Trump, die sagen, warum sollen wir jetzt praktisch Russland in einen Konflikt einbauen? Ist doch viel besser, wenn wir China nehmen, weil China ist ein echter Konkurrent für die Amerikaner. Ja, also Russland ist es nicht. Russland ist einfach wirtschaftlich zu schwach. China ist stark. China überholt gerade Amerika. Deswegen hatte Trump vor 2-3 Tagen bei einer Rede gesagt, machen wir es doch einfach so, dass wir eine False Flag organisieren, dass wir Flugzeuge nehmen, legen die Abzeichen, die Hoheitsabzeichen der Chinesen da drauf und lassen die mal kurz die Russen bombardieren, sodass dann im Grunde Russland und China gegeneinander in den Clinch gehen. Davon haben wir was. Dann lehnen wir uns zurück und gucken, wie diese beiden Mächte sich gegenseitig eliminieren. Das ist Realpolitik, mutige Realpolitik. Und das ist ein Stück weit das, was wir momentan ablaufen sehen. Macron war derjenige, der noch am längsten versucht hat, das Ganze anzuhalten. Und für uns wäre es ideal gewesen, wenn es nicht so weit gekommen wäre. Momentan ist das, meine Begriffe, antreibende Element amerikanische, obwohl sie sich gar nicht so weit aus dem Fenster hängen. Die tun so, als ob sie gar nichts damit zu tun hätten. Ab und zu kommt mal irgendwie so eine Geschichte, wie zum Beispiel jetzt gerade Biden, der sagt, müssen halt eben jetzt auch Gas und Öl ins Boykottpaket mit aufnehmen. Leicht reden. Ne? 7% hat er letztendlich von russischem Öl, das er ins Land bekommt. Wir haben 50%. Er will uns aber unter Druck setzen, dass wir letztendlich das Gleiche machen und damit der Wirtschaft noch mehr die Talfahrt erleben. Mhm. Das ist das, was die Amerikaner gerade halt eben wunderbar hinbekommen haben. Und wir haben wunderbar in Anführungszeichen mitgemacht und uns mal wieder wunderbar blamiert. Wie erklärst du das? Das ist die realpolitische, das ist die sichtbare geopolitische, staatliche Betrachtungsweise, die ich habe. Das geht jetzt nicht in dieses Lobbyinteresse, was mit der NWO verbunden ist, mit bestimmten geheimen Gruppen. Aber das ist auf jeden Fall der erste Layer, die erste Scheibe. Also wir sind jetzt beim Zuckerguss auf der Torte und müssen jetzt praktisch, nachdem wir den vielleicht analysiert und abgetragen haben, mal gucken, was sich so bei den tieferen Schichten verbirgt, unterhalb dieser Kruste. Was mich auch interessieren würde, wie siehst du denn die Machtinteressen der Ukraine oder Russlands, mal, wenn man den Westen mal so ein bisschen außen vor lässt? Was sind dort für Klicken in Kiew oder Moskau, die jetzt Krieg führen oder scheinbar Krieg gegeneinander führen? Also zunächst nochmal auf der staatlichen Ebene nochmal 3-4 Sätze. Was Russland zugeschlagen hat, lag daran, dass die Ukrainer eingeladen worden sind ins NATO-Lotterbett. Und die Russen haben gesagt, das ist eine Sache von Tagen unter Umständen, dass es soweit ist. Sie mussten also praktisch vorher handeln, weil sie sich gesagt haben, wir können uns keine so große Grenze erlauben zwischen uns und dem NATO-Pakt. Denn wenn die dann einmarschieren, das dauert Sekunden, dann sind die bei uns im Land drin. Ne? Und denen hat es schon gereicht, dass oben im Baltikum die Nähe zu St. Petersburg so eminent ist.
Also haben sie reagiert und das war auch durchsichtig und vorausrechenbar, dass es so passieren würde. Weil die Russen haben schon genauso reagiert beim Maidan. Als der Maidan gekommen ist, dass ein EU-NATO-Putsch gewesen ist, haben die Russen anschließend die Krim sich genommen. Und in Georgien war es ähnlich. Georgien wurde dann auch eingeladen, praktisch ins westliche Himmelbett. Und die Russen haben sofort halt gesagt, das machen wir nicht mit und sind militärisch aktiv geworden. So, der Punkt ist, was die Gruppen anbelangt, die im Hintergrund arbeiten, würde ich jetzt eher in Russland fündig werden, ehrlich gesagt, als in der Ukraine. In der Ukraine, klar, findet man EU-staatliche Interessen. Das sind staatliche Instanzen. Und für meine Begriffe steht überhalb der staatlichen Instanzen die WO-Lobbyindustrie. Die ist meines Erachtens nach erheblich mächtiger. Das sind Börtiers wie Warburg und Rockefeller. Also diese beiden Familien alleine, das sind Familiendynastien, die über viele, viele Generationen Politik gemacht haben und Politik gestaltet haben im weltweiten Maßstab, die zuständig gewesen sind für den europäischen Einigungsprozess, für Revolutionen, für Kriege, die in Amerika vom Steuern zahlen, die schalten und walten können, die oberhalb der Administration, die gewählt ist, steht. Das ist die wichtigere Nummer. Und die sehe ich in der Tat momentan immer noch sehr, sehr stark. Die waren auch da, bevor jetzt dieser Krieg losgegangen ist, waren da in der Klimafrage. Das ist Rockefeller, das ist Club of Rome, wodurch praktisch mit einer Katastrophik die Menschheit dahin gebracht werden soll, in einen weltweiten Panikmodus zu verfallen und zu sagen, wir müssen uns alle zusammenschließen, wir sind alle von dem gleichen Virus befallen, von der gleichen Gefahr befallen. Wir müssen zusammenhalten. Am besten gibt es auch keine Grenzen mehr. Eine Regierung oben drüber wäre ja auch nicht verkehrt. Das ist der Versuch gewesen, den Rockefeller und Co. schon damals gegangen sind. Die Klimafrage läuft schon ein paar Tage. Danach kam die Covid-Frage. Damit haben sie es dann nochmal versucht. Da ist Rockefeller auch drin. Ne? Rockefeller ist sehr, sehr stark in der Pharmaindustrie. Rockefeller ist die Familie, die am frühesten die Pharmafrage mit dem Kapitalismus verbunden hat. Rockefeller ist die Familie, die in der spanischen Grippe aktiv gewesen ist. Die spanische Grippe ist entstanden durch eine Versuchsimpfung, die das Haus Rockefeller vorangebracht hat am Ende des Ersten Weltkriegs in bestimmten Militärbasen. Genau da ist die spanische Grippe dann auch ausgebrochen. Warum sie dann spanische Grippe heißt, kann ich dir nicht sagen. Das ist wahrscheinlich ein reines Ablenkungsmanöver, aber funktioniert. Und danach, als das praktisch jetzt auch nicht mehr gefruchtet hat, kam die nächste Nummer. Das ist im Grunde die Gefahr eines Weltkrieges, eines atomaren Weltkrieges. Und da kommen nun Kräfte hinzu, die auch religiös sind. Und da wird es richtig gefährlich. Denn wenn du dir Rockefeller und Warburg anguckst, und Warburg ist jetzt endlich die Speerspitze des Bankhauses Rothschild, und schaust dir an, was die für Gruppen aufgebaut haben, Club of Rome, dann die Bilderberger, dann Council on Foreign Relations, dann die amerikanische Zentralbank Fed und so weiter und so fort. Group of 30. Es gibt nichts, was nicht deren Hände gegangen wäre, nicht von diesen beiden Familien aufgebaut wäre. Das sind wirkliche Welthändlenker. Der Punkt ist der, dass viele von diesen Kreisen, meine Begriffe, versucht haben, diese einige Welt, wie es Rockefeller sagt, sich dazu bekennt, dass er eine Weltregierung haben will. Genauso wie es die Warburgs auch machen. Ganz deutliche Worte von Warburg-Vertretern, die sagen, wir werden eine Weltregierung haben. Ob ihr es wollt oder nicht, ob mit Gewalt oder nicht, wir bestimmen dann hinterher, dass es gemacht wird und ja, folgen. Das haben diese Leute dem amerikanischen Kongress gesagt. Das sind gewählte Abgeordnete. Und sie sind Privatiers. Werden das durchsetzen, gar keine Frage. Nur die Frage ist, wie blutig wird die ganze Sache werden? Und ich habe den Eindruck, dass über die Klimafrage und über die Covid-Frage, die als Katastrophik postuliert war, wo es geheißen hat, das ist furchtbar, wir stehen am Ende der Tage, was aber gelogen war in breitem Umfang, wo vieles von den Zahlen überhaupt stimmt, wo Zahlen erfunden wurden, wo mit Zahlen jongliert wurde, dass da versucht wurde, wie soll ich sagen, auf einer nicht letalen Ebene NWO zu kommen.
mit einer angenommenen stark letalen Ebene die Leute so zu verschüchtern, dass sie letztendlich bereit sind für die NWO, aber es hat nicht fruchtet, es hat nicht funktioniert. Die Religiösen wiederum, und da müssen wir uns angucken, wer ist Rockefeller und wer ist Warburg, wer ist Rothschild, was sind das für Kreise, die die ganzen Lobbystrukturen herangebracht haben, die die Erde letztendlich im Atem halten, die die Erde aussteuern, was sind das für Familien, wo kommen die her? Bindet sie irgendetwas? Und in der Tat bindet sie ein religiöser Glaube, ein spiritueller Glaube, ein okkulter Glaube, sagen wir okkult. Freimaurerei ist ein Stichwort, zu dem du wahrscheinlich auch noch was sagen wirst und sagen kannst, ohne jeden Zweifel, sind Freimaurer. Ah. Nur die Freimaurer sind auch eine späte Erfindung eben dieser Kreise, die letztendlich steuern. Auch Rockefeller, die Freimaurerei, so wie sie politisiert worden ist, am Anfang war sie gar nicht politisch, wurde von Rothschild und Warburg politisiert. Warum haben diese beiden Familien das getan? Weil sie in einer Sekte waren, die einen Plan haben für die Erde. Einen Zeitplan, einen Ablaufplan, der sich aus der Bibel speist, aus dem Alten Testament, aus Prophetien. Und sie haben in dieser durchgeknallten Sekte gebracht bekommen, dass Gott bestimmte Abläufe vorgesehen hat und dass sie durchgesetzt werden müssen. Welche Sekten gibt es zuhauf? Es gibt nicht weniger, und zwar in allen Religionen. Der Punkt ist nur der, dass wenn es einer Sekte gelingt, bestimmte Strukturen aufzubauen, Strukturen der Macht, dann wird es hochgefährlich. Und wenn die Freimaurerei eine Struktur ist, die diese Leute aufgebaut haben, ist es super gefährlich, weil die Freimaurerei natürlich schaut, dass sie bei sich wichtige Leute aufnimmt, Politiker, Journalisten, Wirtschafter, Finanziers, you name it. Also die Leute, die letztendlich unser Leben bestimmen. Ist die Freimaurerei oder zumindest ein Teil der Freimaurerei, und zwar die Hochgrad-Freimaurerei, politisiert, auf diesen Weg festgelegt, gnade uns Gott. Und es sieht genauso aus, als dem so ist. Jetzt stellt sich natürlich für viele Menschen die Frage, wenn wir diesen aktuellen Konflikt anschauen oder das aktuelle Geschehen in der Ukraine anschauen, wer ist schuld? Gibt es überhaupt eine Schuldfrage? Viele sagen jetzt in unserem Narrativ, natürlich ist es ganz klar, der russische Aggressor, das wird jetzt hier seit fast 2 Wochen tagtäglich, 24/7 wird das hier hochgepusht in einer mir bisher unbekannten Art und Weise. Also wirklich die Qualität der Propagandaschlacht, wie wir sie jetzt erleben, die hat ein neues Niveau erreicht. Das ist in meinen Augen noch gesteigert, was bei 9/11 so zu beobachten war. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die sagen, naja, wenn wir das jetzt nicht nur auf 2 Wochen beschränken, den Konflikt, sondern auf 8 Jahre mit dem Beginn des Maidans, mit den Versuchen der NATO, Ukraine weiter zu instrumentalisieren, weiter voranzurücken, dann war das ein ganz klares Zeichen, eine rote Linie für Russland, und die russische Regierung sah sich gezwungen, jetzt hier zu intervenieren, um weiteres Übel zu vermeiden. Das ist jetzt die Gretchenfrage. Ne? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das Ganze wird extrem polarisiert. Man kann sich quasi in keinem Lager irgendwo, kein Lager hat irgendwie jetzt die Chance, auf die anderen zuzugehen. Erstens, wie siehst du das Ganze? Wie ordnest du das ein? Und das Zweite ist natürlich dann, erstmal die Frage, das führt jetzt sonst zu weit, ja. Du meinst mich jetzt? Ja, Wolfgang, bitte. Ja, ja, ich denke mir, der ganze Vorlauf, da liegt die Schuld bei der NATO, ohne jeden Zweifel. Hat die Situation so verhärtet, bis die Russen irgendwann gesagt haben, dass sie jetzt reagieren müssen. Ansonsten steht der Feind, was die NATO ist, im eigenen Land. Das hätten sie nicht zulassen können. Nur die Frage ist, gab es nicht andere Möglichkeiten? Und hätte man nicht innerhalb des gegnerischen Lagers, also auch bei der NATO, unterscheiden können? Und das war ja möglich, weil innerhalb der NATO ja dieses Absetzverfahren der Franzosen erkennbar gewesen ist seit Jahren. Mhm. Und man hätte das unterstützen müssen. Das hat man nicht getan. Das nämlich Putin persönlich sehr, sehr übel. Mhm. Weil er hätte tatsächlich darauf setzen können, die NATO zu splitten, weil das Interesse, wie gesagt, schon da gewesen ist. Und Kontinentaleuropa erstmal ein Stück weit zu neutralisieren, und Macron hat auch gesagt, er will sein Bündnis nicht nur neutral aufstellen, sondern nötigenfalls auch gegen Amerika. Man muss die Ohren anlegen, wenn man sowas hört.
Wie gesagt, als er das gesagt hat, 3 Tage später kamen dann die Gelbwesten-Proteste. Das kommt nicht von ungefähr, dass es so gewesen ist. Und das hätte Putin ausnützen müssen und er hätte es ausnützen können. Und er hat es nicht getan. Und das ist halt eben eine Frage, warum er es nicht getan hat. Und das ist eine hochinteressante Frage. Weil wir haben innerhalb, sagen wir so, es gibt den Vergleich, der oft gemacht wird, zwischen Putin und Hitler. Er kommt jetzt sehr stark zum Tragen auf den Demonstrationen. Da sieht man halt eben Bilder von Putin mit dem Hitlerbärtchen und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt einen Krieg, den die Russen gemacht haben, unter Putin, der in der Tat unangenehm ist. Der Krieg in Syrien war nicht unangenehm, der war gerecht, vollkommen gerecht. Ja? Jede Sekunde, der geführt wurde, war er gerecht, weil er gegen ISIS musste man Krieg führen. Auch das, was in Libyen stattgefunden hat, ging es auch gegen die Ultrafundamentalisten, wo letztendlich dann auch die Russen involviert gewesen sind. Auch vollkommen berechtigt. Auch Tschetschenien, auch vollkommen berechtigt. Nur der Punkt ist, jetzt in der Ukraine haben wir Probleme damit zu sagen, ob das gut sei. Weil die Menschen sehen genauso aus wie wir, es sind Christen, sie haben ähnlichen Lebenshabitus und wir haben diesen Vorlauf nicht so stark vermittelt bekommen als Normalbürger. Na gut, du hast es natürlich, ne? Der Charles hat es auch, ich auch, aber wir sind halt eine Minderheit. Die meisten sagen, wie kann er das Land überfallen? Die kennen die ganzen Hintergründe nicht. Und ob die Hintergründe ausreichend sind, wie gesagt, glaube ich auch nicht. Deswegen habe ich ja Putin deswegen kritisiert. Und deswegen siehst du jetzt halt eben diese unmittelbaren Vergleiche, anders als in Amerika. Man hätte praktisch jeden amerikanischen Präsidenten Hitler persönlich erklären können, die letzten 50, 60 Jahre. Weil die Amerikaner ja einen Krieg nach dem nächsten geführt haben. Und zwar die ungerechtesten, die möglich waren. Nur jetzt macht es einmal Russland und jetzt ist sofort der Vergleich da zwischen Putin und Hitler. Das Interessante ist, dass wir innerhalb der revisionistischen Gruppe, also der Leute, die die Geschichte, die deutsche Geschichte so nicht annehmen wollen, das sind meistens Rechte, nicht immer sind es Rechte, es sind auch Linke dabei, aber die meisten sind rechts, gibt es diese Frage, ob Hitler ein eingekaufter Agent war, der tatsächlich, was er gemacht hat, für eine höhere Clique getan hat oder ob er einfach verarscht worden ist zu Deutsch. Und die gleiche Frage stellt sich in der Tat Herr Putin auch jetzt, weil er hätte nicht so reagieren müssen, wie er reagiert hat. Und das Interessante ist, du findest jetzt ganz deutliche Verbindungen zwischen Hitler und Putin. Was das Lebenswerk anbelangt, den Lebenslauf anbelangt, die Sachen, die sie gemacht haben, die Gruppen, die sie unterstützt haben, wie zum Beispiel die Sekte Chabad-Lubavitch, welche eine der führendsten Gruppierungen im okkult-kabbalistisch-endzeitlichen Segment ist, die tatsächlich sich berufen fühlen, diese Welt praktisch nach dem Willen Gottes, wie er im Alten Testament gesprochen habe, zu gestalten. Das Schlimme ist halt eben, dass diese Gruppe davon ausgeht, wie andere ähnliche Gruppen, die allerdings nicht so politisch aktiv sind, die sagen, es wird 2 Weltkriege geben. Einen ersten, einen zweiten, einen dritten, die werden ganz nah beieinander liegen. Nach dem ersten kommt nach ein paar Jahren der zweite. Der wird schlimmer sein als der erste. Und dann wird es ein paar Jahrzehnte dauern, dann kommt der dritte. Und wir sind genau jetzt in diesem Zeitfenster. Und sie sagen, muss kommen, wir müssen ihn haben. Denn wenn er nicht kommt, dieser vernichtende, blutige Krieg, dann haben wir keine Wehen wie bei der Geburt. Geburtswehen brauchen wir allerdings, um den Messias kommen zu lassen. Unseren Messias, auf den wir so lange gewartet haben, Jahrtausende. Er kann aber nur entbunden werden, der Größte, wenn besonders viel Blut fließt. Also wollen Sie diesen Krieg? Und wenn Putin jetzt praktisch mit diesen Kreisen kooperiert, was er tut, dann stellt sich tatsächlich die Frage, tut er das aus privaten Gewinninteressen und er hätte strategische Vorteile für sein Land damit rausgeschlagen oder tut er das tatsächlich bis zum Ende? Die gleiche Frage stellt sich bei Hitler auch. Also der Volkslehrer dürfte wahrscheinlich hier in diesem Bereich ein bisschen bekannter sein, hat da jetzt neulich mal irgendwie vor 3 Monaten einen Vortrag dazu gemacht und da ging ein richtiger Aufschrei durch die rechte Szene, weil tatsächlich das ein virulenter Punkt ist. Ja, gibt es tatsächlich dort gekaufte Politiker, die gegen das System gewesen sind? Und Hitler war gegen das System. Ja, es ist ein Systemkämpfer gewesen zu großen Teilen zu dem, was er gemacht hat. Und Putin auch. Und Trump auch. Der Punkt ist, sind unsere Ehrenkämpfer oder bösen Kämpfer gegen das System? Es gibt Gut und Böse in diesem Bereich. Sind das Leute, die am Ende für die falsche Seite arbeiten? Das ist eine hochinteressante Frage. Denn bei Putin und bei Trump hast du die gleichen Leute. Ich habe bei Trump komplett falsch gelegen am Anfang.
also vielleicht habe ich immer noch richtig gelegen, aber ich habe ihn gesehen als eine große Hoffnung für uns alle, weil er die Medien angegriffen hat, weil er das System in Frage gestellt hat. Also es war jemand zum ersten Mal da, der sich tatsächlich aus diesem mainstreamigen Bereich rausbewegt hat. Nicht unbedingt rechts oder nach links, sondern oben drüber. Er hat gesagt, wir müssen mal reingucken hier, wir werden veräppelt. Und das mache ich nicht mit. Und dann dachte ich mir, Mensch, endlich ist mal einer da. Dieses Momentum hatten wir ja auch bei Putin gehabt. Genug, wenn er sich gegen die amerikanischen Kriege gerichtet hat. Haben wir gesagt, endlich mal jemand, der nicht die dunkle, tiefdunkle Seite hat. Und dann stellst du fest, Putin ist derjenige, der Chabad-Lubavitch zur Macht geholfen hat in Russland. Und Trump ist derjenige, der in die Familie also in diese Sekte eingeheiratet hat, über seine Tochter. Vor allem sind ja auch viele, soweit ich weiß, der Oligarchen, die in Moskau eigentlich, man kann es schon sagen, als Clique Russland beherrschen und unter sich aufgeteilt haben, glaube ich, auch dieser Sekte jetzt nicht ganz unnahe, ne? Wenn man das mal vorsichtig sagt. Also es ist Kolomoyski zum Beispiel in der Ukraine, es sind russische Oligarchen, aber ich denke mal, das Entscheidende ist tatsächlich derjenige, der ganz oben steht. Ne? Also ich, wenn jetzt zum Beispiel Zelensky dieser Sekte nahestehen würde, dann könnte man das mit seiner familiären Herkunft erklären, ja, dass er da irgendwelche kabbalistischen Nähen hat, ja. Bei Putin weiß man es nicht. Ne? Also er ist geboren in einem Viertel, wo israelitische Momente Leute gewohnt haben und geboren waren und gewirkt haben, die aus diesem Feld dieser Sekte gekommen sind. Und er hat sich mit diesen Leuten auch offensichtlich gut gestanden. Und er hat, das ist das Wichtige halt, eben dieser Sekte überhaupt erstmal nach oben verholfen. Und das ist so schlimm gelaufen, also nicht nur in Russland. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, das ist weltweit so gelaufen. Aber er hätte es nicht machen müssen, weil er so viel Macht hatte, er hätte es unterbinden können. Und es gab halt eben die Warnungen von Mainstream-Hebräern, die gesagt haben, das ist eine Sekte. Und das ist gefährlich. Und die darf nicht oben anstehen. Und das sind Leute, die am Ende der Tage bereit sind, Israel zu Grabe zu tragen. Das ist das Wichtige dabei. Ja, also wir sprechen hier über so ein gefährliches Thema, weil kommt schnell der Vorwurf auf, du bist hier Menschen oder eine Menschengruppe, die man nicht negativ konnotieren darf, aufgrund unserer historischen Vergangenheit, die wir als Deutsche haben. Man darf nicht vergessen, dass diese Gruppe, die sich israelitisch nennt, bereit ist, am Ende der Tage Israel zu opfern, zu Grabe zu tragen, einen zweiten Holocaust auszulösen, damit praktisch in dieser Blutwäsche die Berechtigung entsteht, dass in der NWO das Zentrum der Welt nach Jerusalem gelegt wird. Und das wird auch vorbereitet von entsprechenden Kreisen. Und unterstützt übrigens auch von amerikanischen fundamentalistisch-christlichen Gruppen, die das gleiche Ziel verfolgen, die auch eschatologisch ausgerichtet sind, die auch endzeitlich ausgerichtet sind, die auch sagen, wir kommen jetzt in die Zeit des Dritten Weltkriegs hinein, er möge furchtbar verlaufen, dass am Ende dann halt eben Messias komme, die meinen allerdings Jesus der Zweite, der soll nochmal kommen. Aber sie unterstützen letztendlich die jüdischen Gruppen in Israel, die bereit sind, das Land brennen zu lassen. Einfach nur dafür, damit alles so verlaufe, wie es in der Prophetie steht. Und das ist super gefährlich. Jetzt nur noch mal kurz, nur noch mal kurz fürs Protokoll. Also wir sprechen hier nicht vom israelischen Volk, von den Juden auf der Welt, sondern wir sprechen hier von einer kleinen Randgruppe, die sich quasi hinter dieser Religion versteckt und von da aus im Geheimen mehr oder weniger ihre Langzeitpläne verwirklichen möchte, die sie quasi Gott gegeben sehen durch einen geheimen Code oder durch Übertragungen, wie auch immer. Ich habe 2003 dein Buch gelesen. Ich erinnere mich gut an die erste Begegnung mit dir. Da warst du auf einem Vortrag in Regen im Schneidersitz auf dem Stuhl, auf einem Tisch gesessen. Das kannst du gar nicht vorstellen. Charles, weißt du, er sitzt da und doziert für 2 Stunden von Dingen, wo ich noch nie gehört habe. Und dann habe ich mir dein Buch geholt und habe das 2 Monate lang durchgelesen und habe seitdem zum ersten Mal verstanden, was eigentlich Eschatologie überhaupt heißt, was für Gruppierungen auf unserer Welt eigentlich existieren und wie lange die schon am Wirken sind. Also das ist ein historischer Abriss, dieses Buch, 1500 Seiten, Israels Geheimvatikan, wo du auch ganz klar gezeigt hast, wie die Entwicklungen gekommen sind vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem
Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Und diese Gruppierungen, die hast du in einer 10-jährigen Recherchearbeit in diesem Buch manifestiert. Also es gibt es heute nicht mehr, das Buch ist, glaube ich, nicht mehr aufgelegt worden, aber das ist das Grundwerk, auf dem du deine Arbeit stützt. Und ich sage das deswegen so explizit nochmal. Es geht Kritik um eine kleine Gruppe, die im Hintergrund die Fäden spinnt und dabei eben gewisse Gruppierungen oder gewisse Völker instrumentalisiert, um deren Endzeitglauben umzusetzen, zur Realität zu bringen, weil sie den göttlichen Auftrag in sich sehen, das umzusetzen. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier herausarbeiten, weil das ist ein dünnes Eis, auf dem wir gehen, gerade mit unserer Geschichte. Also ganz, ganz wichtig. Ich sehe es genauso. Der Punkt ist der, dass das Judentum dermaßen splittet in verschiedenste Fraktionen, in verschiedenste Richtungen, wie kaum ein zweites Volk. Und das Judentum ist auch wie kaum ein zweites Volk durch die Interessen der Gruppen, die sich oben angestellt haben, also auch dieser Gruppe jetzt zum Beispiel, an die Wand gestellt worden. Ja? Und im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand gestellt worden, hatten zu leiden, ja, in der Geschichte, weil diese Interessen da gewesen sind. Der Herbert Lubavitch, ein gutes Beispiel, hatte auf dem Höhepunkt des französisch-russischen Krieges unter Napoleon Bonaparte ihre Hand in dieser Entwicklung mit drinne. Die war auch prophezeit gewesen. Und sie hatten es verstanden, einen Dolmetscher, den Chefdolmetscher des französischen Oberkommandos, den Iren zu zählen. Den haben sie entsandt. Also ein Herbert Lubavitcher, einen Sektierer dieser eschatologischen Gruppe, dieser endzeitlichen Gruppe. Und der ist oben hingegangen, hat sich im französischen Oberkommando halt eben anwerben lassen, weil er verschiedene Sprachen auch super gesprochen hat, und hat dann die Erkenntnisse, die er da in den Beratungen des französischen Oberkommandos unter Napoleon Bonaparte gezogen hat, alle an den Zaren weitergegeben. Der Punkt ist der Zar, die Zaren, die russischen Zaren, waren oppressiv gegenüber dem Judentum. Sie haben das Judentum unterdrückt, während Napoleon Bonaparte die Freiheit geschaffen hatte oder zumindest verwaltet hatte. Die Freiheit der französischen Revolution bestand ja in vielen Bereichen, gerade der Gesetzgebung, weiter. Und das war im Prinzip etwas Positives für die Menschen, die letztendlich unter die Oberhoheit von Bonaparte gekommen sind. Wie konnte es sein, dass dann praktisch der Herbert Lubavitcher Rebbe, der Oberchef, die zaristische Seite unterstützt hat, anstatt halt eben dafür zu sorgen, dass die Franzosen durchmarschieren und die russischen Juden befreit werden? Ganz einfach. Sie haben es sogar selber so begründet, und er hat es auch selber begründet, der Oberrabbi. Er hat gesagt, es ist eine riesengroße Gefahr, wenn wir jetzt die Demokratie bei uns ins Land lassen, wo dann praktisch die Völkerverbrüderung herrscht und letztendlich alle oppressiven Gesetze gegen die Juden fallen. Warum? Wenn sie fallen, dann werden die Juden in die Arme der Nichtjuden laufen. Sie werden sich miteinander verbrüdern. Sie werden letztendlich sie assimilieren. Es gibt die Emanzipation. Die Emanzipation ist die größte Gefahr, die dem Judentum auflauert. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir Regenten haben, die letztendlich genau das Gegenteil machen, die das Judentum aussondern, die es unterdrücken. Und nun kann man mal vielleicht ein bisschen nachdenken, ob in der deutschen Geschichte, wie bestimmte Gestalten nach oben kommen konnten. Das ist schwer zu schlucken. Das ist schwer zu schlucken. Ja, ich würde mal gerne einen anderen Aspekt in diese ganze Geschichte mit reinnehmen. Jetzt gibt es ja auch die Geschichte, dass wir mit der C-Krise befinden wir uns ja in einem politischen Gesamtprogramm, was so als Great Reset betitelt wird. Das ist ein Great Reset, und jetzt kommt auch noch die Klimaagenda damit rein. Und jetzt werden ja auch Stimmen laut, die mal geguckt haben, was sind eigentlich so die Ideologien, die auf russischer Seite transportiert werden. Da gibt es ja zum Beispiel den Staatsphilosophen Alexander Dugin, der auch so eigene Theorien hat, und man sagt, dass der Putin dem sehr nahe steht oder das inhaltlich umsetzt, und dass es große Parallelen eigentlich aufweist zu diesem Great Reset-Programm des Westens, nur gekleidet in anderes Vokabular. Und jetzt frage ich mich eigentlich, spielen die nicht eigentlich alle dasselbe Spiel? Und inwieweit, also das können wir ja mal als Gedankenexperiment annehmen, wenn die oben, dass sie zur selben Mannschaft gehören, dann wäre demnach der Ukraine-Krieg mehr oder weniger inszeniert. Oder es gäbe oben einen Zirkel, der halt Kenntnisse hat, die unteren Abteilungen nicht haben, so gesehen. Und ich frage mich dann, was soll dann das Ganze?
und wer profitiert letzten Endes? Ja, wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Ja, ich verstehe schon. Der Punkt ist der, dass, wie soll ich sagen, es gibt ein Element innerhalb der Prophetie-Umsetzung der, auf der politischen Landkarte, was hochinteressant ist. Und da kommen wir jetzt dazu. Oder erlaube mir bitte dazu, jetzt zu kommen. Ja. Ja, das ist die Wiederholung. Es gibt Wiederholung innerhalb der Prophetie. Das siehst du jetzt beispielsweise anhand bestimmter Personen. Also gerade Hitler ist eine zentrale Person, Napoleon ist eine zentrale Person, Putin ist eine zentrale Person. Wenn du Hitler und Napoleon vergleichst, dann wirst du unheimlich viele Gemeinsamkeiten entdecken, die fantastisch sind. Die Geburt liegt 129 Jahre auseinander. Die Revolution, die sie durchlebten, 129 Jahre auseinander. Die Französische Revolution und die deutsche Nachkriegsrevolution. Das Gehen in die Politik, wann sie in die Politik gegangen sind, 129. Die Zeit, wo sie praktisch Kaiser oder halt eben Chef des Staates wurden, 129. Die Zeit, als sie in Wien waren, 129. Der Siegeszug durch Europa, 129. Der Einmarsch in Russland, 129. Schlacht vor Moskau, und zwar auf dem gleichen Schlachtfeld, Borodino, 129. Und das Ende, praktisch die Niederlage, Waterloo, 129. Und das ist kein Zufall. Und das Gleiche... 129, was? Es sind mal Tage, mal Jahre, mal Monate, ne? Das sind in diesem Fall immer Jahre. Und man hat natürlich dann zu schauen, kabbalistisch sich anzusehen, wie konnte das ausgelegt werden von den entsprechenden Okkult-Rabbis. Denn es stehen ja praktisch Zahlen auch immer für Worte, also praktisch oder für Buchstaben. Ja? Mhm. Und die 129 korrespondiert entsprechend mit bestimmten Worten, also jetzt zum Beispiel Endzeit oder sowas in der Richtung. Man müsste gucken, also ich bin des Jiddischen jetzt nicht besonders mächtig und das Ivrit auch nicht. Ja? Ich bin jetzt nicht der Dekabalierer vor dem Herrn. Und die gleiche Geschichte, jetzt kann ich dir jetzt nicht unbedingt die Daten liefern, also diese wirklich 129, es ist sowas von verrückt. Das hat auch damit, guck mal, Bonapartes Russlandfeldzug war 77 Jahre vor der Geburt Hitlers. Die 77 oder die 7, die 777 ist eine hochheilige Zahl im Judentum. Es gibt keine heiligere Zahl als diese. Wie gesagt, Bonapartes Russlandfeldzug 77 Jahre vor der Geburt Hitlers. Und jetzt, wo halt eben der neue Feldzug in Osten droht, sind wir 77 Jahre nach dem Tod Hitlers. Wenn du jetzt anguckst, die Personen Hitler und Putin, und schließt sich der Kreis, was ich gerade gesagt hatte, dass die Vergleiche jetzt gemacht werden neuerdings, wegen dieses einen Krieges, aber es gibt verschiedene Ähnlichkeiten. Beide, Hitler und Putin, hatten ein Vaterland, was Verlierer war in einem Verteidigungsweltkrieg gegen die USA. Beide haben diese geschichtliche Verschiebung mit einer Niederlage durch Dolchstoß im Inneren erlebt. Also durch ein trojanisches Pferd, was in Russland Gorbatschow ganz klar war. In Deutschland gab es halt eben Prinz Max von Baden und dann noch zwei, drei andere Leute. Danach hatten sie eine Erfüllungspolitik im Land, die die Heimat an den Rand des Ruins gebracht hat. Und Spekulanten aus einer ganz bestimmten Richtung, die ich jetzt nicht benenne, haben sich anschließend bereichert. Dann hattest du einen gescheiterten Putsch in beiden Ländern, relativ zeitgleich. Also wenn du jetzt wieder die Jahre danach rechnest. Bei uns war es der Kapp-Putsch, Militärs, und in Russland waren es auch Militärs. Dann hat es Geldgewaltige, die Brücken bauen wollten für diesen noch alten Staat, die beide ermordet wurden. Herrhausen bei uns, Kreuger im damaligen Weimarer Republikstaat. Herrhausen hatte versucht, halt eben für die Russen halt unter Jelzin oder der Jelzin-Umgebung noch Brücken zu bauen, dass es keine obstruktive Politik gibt. Herrhausen, hast du gesagt, oder? Herrhausen, richtig. Ja, okay. Und im Friedensvertrag, der gemacht wurde, also bei uns 1918, und in Russland war der Friedensvertrag 1889, war kein direkter Friedensvertrag, aber es war halt eben ein Gentleman Agreement. Beide Mal ist die verlierende Seite, bei uns die Deutschen, dort die Russen, verraten worden. Beides Mal ist das Weltreich rückgebaut worden und die Macht des Landes rückgebaut worden. Beides Mal hat der Council on Foreign Relations zusammen mit den Rockefellern das europäische Schlachtfeld neu aufgebaut. Sowohl in den 20er Jahren, da gab es den CFA schon seit 1923, als auch jetzt wieder unter Newland. Sowohl hier als auch da ist praktisch der Parias, also Hitler oder Putin, anfänglich unterstützt worden. Beide
waren anfänglich Geheimdienste. Beide Wertkonservative. Beide Zionisten. Beide hatten einen Machtantritt im unmittelbaren Zeitfenster von Feindbildanklägen, würde ich das mal nennen. Also bei uns war es der Reichstagsbrand, dort waren es die tschetschenischen Hochhaussprengungen 1999. Die tschetschenischen Hochhaussprengungen ähneln 9-11-Geschichte. Und die dienten dazu, den Tschetschenienkrieg zu begründen, während 2001 dazu Begründung hergehalten hat, erst Afghanistan kaltzustellen und anschließend auf den Irak durchzugehen. Dann hast du den nationalen Wirtschaftsaufbau und die Rüstung, die sich angeschlossen hat, nach der Machtergreifung. Dann Deutschland, hochinteressant, war der erste NATO-Staat überhaupt. Das muss man auch mal im Kopf behalten. Wer hat Hitler unterstützt? Das waren Kapitalisten, das waren Bankiers, das waren Ölgewaltige, denen halt eben die Besitztümer in Russland konfisziert worden sind. Die wurden ja alle verstaatlicht. Das war amerikanische Geopolitik. Das war englische Imperialpolitik. All diese Kreise, die dann auch hinterher, nach 1945, die NATO aufgebaut hat, haben damals schon als ersten NATO-Staat Hitler-Deutschland aufgebaut und sind diesem Staat auch noch in den Rücken gefallen. Das muss man sich mal überlegen. Und deswegen werden wir heute noch angeklagt, dass wir in Anführungszeichen als Deutsche damals imperial gewesen wären, wobei wir letztendlich Auftrag erhalten haben, diesen Krieg gegen Russland zu führen. Dann hast du einen auswärtigen Test des Militärs gegen Feindbilder oder Hilfsfeldzüge, die gemacht wurden. In 36 war es bei uns der Spanienkrieg. Das heißt also, in Deutschland wurden die Faschisten nach Spanien gerufen, um halt eben der Regierung oder respektive den nationalen Kräften dort zu helfen. Der Syrienkrieg ist nichts anderes. Da wurden halt eben die Russen hingerufen, um halt eben der bedrohenden Kraft, jetzt nicht die Kommunisten oder Anarchisten, sondern die Islamisten, auseinanderzutreiben. Dann hast du auf dem europäischen Schauplatz Kampf gegen Faschismus oder Kommunismus geführt, oder einen ideologischen Gegner. Wir haben momentan ganz aktuell eine Situation in der Ukraine, wo das Argument Flugzeugträgerfunktion wieder durchkommt. Das heißt also, Putin sagt, dass die Ukraine ein Flugzeugträger der NATO wäre gegen sein Land. Deswegen müsste er letztendlich aktiv werden, damit das verhindert wird. Und genauso hat Hitler argumentiert 1938 gegen die Tschechei und hat gesagt, die Tschechei wird von den Sowjets oder von den Russen aufgerüstet für einen Krieg in Deutschland. Wir haben, wo du hinschaust, überall Ähnlichkeiten. Ich könnte dir wahrscheinlich noch ein ganzes Dutzend hinlegen. Und das ist dann ängstigend, weil wir sehen, in welcher Zeit wir jetzt gerade sind. Wir sind jetzt in der Zeit 38, 39. Wir bekommen unter Umständen noch ein neues München hinterhergeliefert, sprich halt eben ein Peace for our time. Man erinnert sich vielleicht daran, dass halt eben über der Tschechoslowakei, über dieser Krise nochmal ein Frieden zustande gekommen ist, wo man gedacht hat, na gut, jetzt ist halt eben die ganze konfliktionäre Situation aufgehoben. Dabei war es das gar nicht. Es hat nur noch ein Jahr gedauert, dann war der richtige Krieg da. Das war Chamberlain, gell? Richtig. Und das ist jetzt die Situation, in die wir hineinlaufen. Und wir haben jetzt verschiedenste kriegsauslösende Momente vor der Brust, die alle dazu angetan sind, uns den Dritten Weltkrieg zu stürzen. Lass mich mal bitte noch mal kurz auf diese Zahlenspielerei zurückzukommen. Das ist für Leute, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben und da auch eher abwehrend gegenüberstehen, natürlich erstmal total bizarr, so nach dem Motto, ich kann auch in der Anzahl der Zaunlatten von meinem Nachbar, kann ich irgendwelche Aufmarschpläne in die Ukraine hineininterpretieren. Aber sag uns doch mal etwas über die Besessenheit von dieser ganzen Zahlenmystik, zum Beispiel 11. September, 60 Jahre nach der Grundsteinlegung des Pentagon, 11.11, also die Drumstick Days und sowas. Also aus deinen Schriften geht ja hervor, die quasi Besessenheit der Mächtigen mit diesen okkulten Symbolen, mit dieser okkulten Zahlenmechanik. Wie weit sind die Mächtigen in dieses ganze Gerüst dieser Kabbalistik da verstrickt? Insofern, als dass sie zum Beispiel Freimaurer sind, die ja okkult sind und die mit der Kabbala eine ganze Menge zu tun haben. Man muss das einfach nur mal googeln, den Begriff Freimaurerei und Kabbala. Da wird man im Freimaurerlexikon, die haben ein eigenes, lesen können, dass es eine grundfeste Freimaurerei sei, sich mit Kabbala zu beschäftigen. Gar nicht nötig wäre, weil die Freimaurerei als Bruderschaft, die Gutes tun will, bräuchte eigentlich nicht so eine Zahlenmystik, mit der man dann praktisch, wie soll ich sagen, Geheimschriften neu ordnen kann, wo man dann irgendwelche Erkenntnisse gewinnen kann, die sonst keiner reinlesen kann, wo man, Prophetie auch neu deuten kann, wo man Bibelstellen neu deuten kann. Aber man tut es.
Interessante ist, dass das auch zu Effekten führt, die eine vermeintliche Hellsichtigkeit die einräumen, wie Nostradamus. Nostradamus hat gilt als der Wahrsager par excellence, der größte Wahrsager, obwohl man letztendlich viel von dem, was er wahrgesagt hat, auch immer auslegen kann, weil er vieles auch verschlüsselt hat. Das meiste, 90% hat er verschlüsselt, sodass man im Grunde nie eine richtige Koinzidenz halt eben legen konnte, was ist der Ablauf, was kommt als nächstes. Und erst hinterher, wenn was passiert ist, konnte man sagen, ah, das hat er doch eigentlich angedeutet, das müsste man doch eigentlich sehen können. Und es gibt Übereinstimmung, dass er oft sehr gut gelegen hat. Der Punkt ist der, er hat nicht alles verschlüsselt. Er hat eine bestimmte Voraussage, um zu zeigen, dass er voraussagen konnte, offen gemacht. Und zwar in einem Brief an seinen Sohn, der, wo er drinnen schreibt, ich möchte hiermit kundtun, warum ich wahrsagen kann, warum ich in die Zukunft schauen kann. Und ich möchte euch ein Beispiel meines Könnens bieten. Und das Beispiel seines Könnens ist, dass er voraussagt, wann die Sowjetrevolution stattfand oder findet in Russland und wie viele Tage sie gewähren würde, wie viele Tage sie habe, bis dann halt eben der Sowjetismus oder das Sowjetische Reich in sich zusammenbreche. Und er liegt auf dem Tag genau richtig. Und das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Da ist nichts dran verschlüsselt. Das ist echt. Nun kommt die Begründung und er sagt halt eben, ich sage euch jetzt, warum ich es weiß. Er sagt, ich hatte die Bibel und die speziellen Schriften der Juden, mit denen ich die Bibel neu erkennen konnte, mit denen ich die Bibel dechiffrieren konnte, wo ich dann praktisch sozusagen einen Kalender gesehen habe, der verschiedenen Ereignisse, die kommen würden. Und entsprechend habe ich dann meine Voraussagen gestaltet. Es gibt einen anderen, mehr aktuelleren Vertreter dieses Chiffrierens oder dieser Zahlenmagie, weil die Kabbalah ist Zahlenmagie zu großen Teilen. Das ist Frau Lagarde, die große Bankerin. Vermutlich in Europa die zweitwichtigste Person oder die wichtigste sogar noch vor Uschi von der Leyen. Die Franzosen und die Deutschen teilen sich ja die Macht in Europa. Und Frau Lagarde, kann man auch mal googeln, hat da mal einen Kurzvortrag über die Kabbala oder über Zahlenmystik gegeben, auch mit Bezug auf die G7, auch mit Bezug gerade auf Russland. Und hat dann halt eben gesagt, so, und die haben jetzt dieses Datum heute, jetzt muss man die 7 davon wegstreichen und dann erhält man dann praktisch diese Erklärung dafür. Wenn du diesen Kurzvortrag von vielleicht 5 Minuten jemanden vorspielst, der völlig normal gepolt ist, der letztendlich sich vielleicht mal die Heute-Show anguckt oder die Bildzeitung liest, dann wird er denken, die Alte ist durchgedreht. Nur es ist Frau Lagarde und die hat eine Menge zu sagen. Mhm. Und was sie dort macht, ist, sie offenbart letztendlich die Denke der Elite. Ihresgleichen. Wie schätzt du das ein? Das würde mich mal interessieren. Wir hatten ja in der Sowjetunion und im Ostblock den Kommunismus oder Marxismus, Leninismus, wie auch immer. Der ist offiziell zusammengebrochen, weg vom Fenster. Wir haben in China ein Mischmodell aus Sozialismus und Kapitalismus. Und wir haben so jetzt im großen Programm des Great Reset, zumindest hier im Westen, ja ein Neosozialismus, der durch die Hintertür eingeführt wird. Und inwieweit glaubst du, gibt es sowas, spielt das noch in Russland eine Rolle und oder überhaupt in solchen apokalyptischen Plänen, den Kommunismus oder Sozialismus einzuführen? Sei es auch durch die Hintertür oder mit ganz neuem Vokabular, dann heißt alles anders. Inwieweit verfolgt auch Putin und ehemalige KGB-Kreise verfolgen nach wie vor so ein Ziel? Oder siehst du das ganz anders? Ich stelle das mal so als Thesen in den Raum. Das sind Sachen, die im Moment ja auch so in der alternativen Szene immer wieder diskutiert werden in Bezug auf die aktuellen Ereignisse. Ja, ich weiß, dass Oliver Janich und einige Libertäre dieser Theorie anhängen. Und ich habe die lange Zeit im Bereich der Fabel oder des Märchens oder des nicht mehr Interessanten verweisen wollen. Es ist ein Stück weit was dran. Insofern, als dass zwar der reguläre Kommunismus untergegangen ist, der Kommunismus säkularer Struktur, der sich um Namen wie Lenin und Stalin gruppiert, die beide übrigens auf der Strecke geblieben worden sind, weil sie die entsprechenden Kreise, über die wir jetzt gerade reden, angegriffen haben.
Aber es gab halt auch Trotzki. Und Trotzki ist jemand, der, oder seine Jünger, haben den Zusammenbruch der Sowjetunion durchaus überstanden. Und das ist ein Element innerhalb des Marxismus, was sich tatsächlich auf die neue Weltordnung eingerichtet hat, sehr, sehr früh. Trotzki war Freimaurer und stand auch anderen entsprechenden Gruppen nahe. Und das merkt man an vielen, was er gefordert hat. Die Vereinigten Staaten von Europa ist nur ein Punkt. Die Vereinigten Staaten der Welt etc. pp. Die verdichten sich in solchen Namen wie vor allen Dingen Trotzki. Die meisten anderen in der linken Bewegung waren mit sowas nicht befasst. Ja. Es ist nur jetzt am Ende der Tage, in Anführungszeichen, so, dass viele Linke einschwenken, vermutlich aus rein persönlichen Vorteilen, in die Denke der NWO. Du hast heutzutage von der alten Struktur der Linken, die wirklich versuchen, dem Arbeiter mehr Mitsprache zu geben oder mehr Verdienst etc. pp., zwei Namen vielleicht noch, das ist Oskar Lafontaine bei uns halt eben und Sarah Wagenknecht. Russland wüsste ich jetzt nicht unmittelbar zu beurteilen. Also ich glaube nicht, dass der alte Sowjetgeist in Russland noch rumspielt. Ne? Das ist dann eher jetzt China, was diesen Ball aufgegriffen hat, weil ja die Kommunistische Partei pro forma immer noch das Sagen hat. Wenn man sich aber genau anschaut, was China dort fortträgt, als Machtinstanz, als ideologische Machtinstanz, so ist das unterm Strich kein Kommunismus mehr, sondern Nationalsozialismus. Denn wir haben hier praktisch eine Parteienherrschaft plus relativ freier Markt. Und dieser freie Markt, der dort in China existiert, oder der relativ freie Markt, der existiert, das ist keine marxistische Erfindung. Diese Verbindung ist typisch nationalsozialistisch. Und deswegen funktioniert das auch. Ich will noch einen Aspekt in unsere Diskussion einbringen, weil ich den wirklich wichtig finde und den würde ich gerne mal ausführen. Und das ist die Ukraine als solche. Wenn wir jetzt historisch gucken, das Wort Ukraine bedeutet ursprünglich so viel wie Grenzland. Und es gab eine Ukraine in dem Sinne lange Zeit gar nicht. Es war eine Grenzregion letzten Endes des Zarenreiches, wenn man so will. Das hat eine sprachliche und nationale oder ethnische Eigendynamik entwickelt und es hat sich so natürlich auch ein ukrainisches Volk gebildet. Aber das war ein Gebiet, das gehörte auch teilweise mal zum polnisch-litauischen Großreich. Die Südukraine war teilweise, da lebten Tataren, gehörte zum Osmanischen Reich. Der nordöstliche Teil, das war russisches Zarenreich. Also jetzt entwickelte sich dann auch irgendwann aber mehr und mehr ein ukrainisches Volk und National- oder Volks- und Nationalbewusstsein. Aber es gab nie den Staat Ukraine in dem Sinne. Und jetzt wird es spannend, denn der Staat Ukraine, der wurde innerhalb der Sowjetunion eigentlich erst, wenn man so will, künstlich geschaffen, als sozialistische Sowjetrepublik und zwar als zweitgrößte und zweitmächtigste nach der russischen sowjetischen Republik. Also die Sowjetunion bestand ja aus so verschiedenen Teilrepubliken und autonomen Gebieten. Und es ist ganz interessant, also Lenin hat eigentlich die ukrainische Sowjetrepublik gegründet, Stalin hat die erweitert, Khrushchev, der selber auch Ukrainer war, hat er dann noch die Krim geschenkt. Man kann eigentlich sagen, da wurde ein Gebilde innerhalb der Sowjetunion geschaffen, die ja vorher das russische Zarenreich war und da gab es dieses Gebilde halt eben nicht, welches eigentlich wie dafür prädestiniert war, beim Zusammenbruch der Sowjetunion da rauszubrechen. Versteht ihr, was ich meine? Als ob man ein riesiges Stück Kuchen aus dem Zarenreich rausschneiden wollte, das aber nicht so einfach konnte, es deshalb aber schrittweise getan hat, indem man überhaupt erst diese staatliche oder eben als Sowjetrepublik vorstaatliche Struktur innerhalb des großen Gebildes geschaffen hat. Und da habe ich, das hat mir auch irgendwie zu denken gegeben, wenn man so bei diesem Thema ist, Langzeitpläne. Wenn die ganze Sowjetunion mit ihrer Gründung und ihrer Abwicklung und dem, was Russland heute ist, wirklich eingebettet ist in einen unglaublichen Langzeitplan, da muss man ja auch mal gucken, was haben die dann so innerhalb ihres Gebildes denn so eigentlich gemacht? Und ein entscheidender Punkt ist, die haben die Ukraine überhaupt erst in dieser Form geschaffen. Um sie später dann zu instrumentalisieren dann auch? Oder? Ich will nicht sagen, dass ich das jetzt so in die Welt setzen möchte. Das ist kein fertiger Gedanke. Das sind mehr
Assoziation, die ich habe zu historischen Sachverhalten und Fragen, die ich so in den Raum stellen möchte, auch an die Zuschauer gerichtet, wo man mal drüber nachdenken kann. Ja, ne, vielleicht ist es ja auch ein Holzweg, der ins Leere führt, aber ich finde es schon beachtlich, es ist, ne, dass das so war. Wir könnten jetzt, was die Ukraine anbelangt, in sehr, sehr quälende, traurige und verräterische und gefährliche Argumentationsschienen reinkommen. Ich hätte nichts dagegen, das zu tun, aber ich weiß genau, dass wir es nicht dürfen. Der Punkt ist der, muss es verhindern, dass ich halt eben jetzt in irgendeiner Form das namhaft mache. Man darf eins nicht vergessen, die Ukraine ist am Ende des Ersten Weltkrieges in deutscher Kontrolle gewesen. Deutschland hatte mit der Kontinentalblockade der Engländer zu kämpfen, was ein Aushungerungsversuch gewesen ist, der sich gegen die Zivilbevölkerung gerichtet hat. War ein Massenmord der Engländer, die sind da übrigens sehr erfahren drin. Ja, das sieht der Zweite Weltkrieg zum Beispiel, die Zivilbombardements. Im Ersten war es halt eben die Kontinentalsperre, sodass wir letztendlich die Leute auf der Straße hatten, die dann einfach umgefallen sind, weil sie nichts zu essen hatten. So, der Punkt ist, deswegen hat sich dann Deutschland, als Deutschland den Frieden von Brest-Litovsk mit den Russen gemacht hat, und zwar vor Versailles dann praktisch hinterher geschlossen wurde, von den Russen die Ukraine geben lassen, weil sie genau gewusst haben, das ist jetzt die Kornkammer. Ich sage jetzt mal die Ukraine, dieses Gebiet haben sie sich geben lassen, weil sie wussten, das versorgt uns. Das heißt also, wir werden jetzt über Aushungerung nicht mehr auf die Knie gebracht werden können. Übrigens für Hitler ein ganz, ganz wichtiger Moment seines Denkens gewesen, weil er nämlich diese Aushungerung mitgenommen hatte im Ersten Weltkrieg. Er wusste genau, dass die Ukraine anschließend in deutsche Hände gekommen ist und er wollte das zurückhaben. Das war der Preis, den ihn die Alliierten, die Westalliierten angeboten haben, dafür, dass er die Russen niederringt. Haben ihm gesagt, wenn ihr die Russen halt eben als Deutsche niederringt, dann bekommt ihr als Preis dafür die Ukraine geschenkt. Und das war das, was Hitler wollte, weil er gesagt hat, das ist ein Gebiet, wo früher die Ostgoten waren. Also praktisch reinstes Deutschtum, was ich da in diesem Volkstum niedergelassen habe. So das Denken halt eben der Nationalsozialisten. Und irgendwas dran ist dann schon. Der Punkt ist nur der, warum jetzt praktisch dieser Antagonismus aufgetaucht ist, der dann auch praktisch dieses Land sich als eigenständig hat definieren lassen, aus der Denke der Ukrainer, hat sehr viel damit zu tun, dass die Russen, die Sowjetrussen und zwar die russischen Kommissare, die alle einer bestimmten Ethnie angehört haben oder fast alle, das Land in einen Holocaust gebracht haben. Und zwar den Hunger-Holocaust. Den Holocaust. Genau, darauf wollte ich und auch dafür hinaus hat sich noch. Dafür hat sich niemand entschuldigt in Russland. Das ist nie zum Thema gemacht worden. Und das ist unheimlich wichtig, dass so etwas, wie soll ich sagen, einem Thema gemacht wird, dass eine Entschädigung gebracht wird. Das ist das Wichtige gewesen für die deutsche Geschichte auch nach 45, dass wir es versucht haben, als deutsche Regierung, als deutsche Gesellschaft, damit umzugehen mit dem Thema. Mit richtig umgegangen sind, ist eine andere Frage. Nur der Punkt ist, wir haben es auf einer sehr positiven Weise versucht. Die Russen haben es nicht versucht. Wenn du jetzt sagst, okay, dafür haben sie die Ukraine bekommen, schön und gut. Aber es sind 6 Millionen Leute auf der Strecke geblieben, Holodomor. Und wenn wir uns heute fragen, wo kommt der Faschismus in diesem Land her? Da kommt er her. Weil das nie aufgearbeitet worden ist. Es ist nie aufgearbeitet worden von russischer Seite. Und das ist das Problem gewesen. Deswegen hat der Faschismus sich dort gehalten. Ich will auch kurz da nochmal drauf eingehen, weil das ist nämlich das i-Tüpfelchen meiner Ausführungen von vorhin, worauf ich auch hinaus wollte. Man hat innerhalb der Sowjetunion letztlich dieses Republikengebilde Ukraine geschaffen und hat dann, ich glaube es war 1935, durch die Beschlagnahme der ganzen Ernten dort eine künstliche Hungersnot hervorgerufen und hat 5 bis 6 Millionen Menschen ausgerottet. Und diesen Sachverhalt finde ich so interessant. Man schafft ein staatliches Gebilde und fängt dann an, die Bevölkerung da drin auszurotten. Jetzt frage ich mich, für wen ist dieses Gebilde langfristig gedacht gewesen? Und natürlich, du hast recht, das führte dann letztlich auch dazu, dass als die Wehrmacht dort einrückte, die ukrainischen Frauen, die Wehrmachtssoldaten mit Blumensträußen und Freudentränen in den Augen begrüßt haben, weil man sie als Befreier empfunden hat. Ja, wie gesagt, weil ein paar Jahre zuvor diese schlimme, künstlich verursachte Hungersnot, dieser Völkermord, stattfand. Also so oder so, in der Ukraine treffen sich verschiedenste Interessensphären. Gucken wir, du hast jetzt die Goten schon angeführt. Bei den Goten sind wir am Ende der Antike. Die Goten sind dann ja auch aus diesem Gebiet abgewandert. Es soll noch lange Zeit auf der Krim Goten gegeben haben, bis ins 16. Jahrhundert.
aber im Prinzip sind sie abgewandert. Was dann reinkam, waren Reitervölker. Ja, erst die Hunnen, andere Völker, Bulgaren, Magyaren, da ist alles Mögliche durchmarschiert. Und irgendwann gehörte dieses Gebiet auch zu einem Staatsgebilde eines Reitervolkes, einem Großreich, dem Kasarenreich. Die Kasaren waren ein Turkvolk, das im späten Frühmittelalter den jüdischen Glauben angenommen hat. Also es ist schon eine interessante Region. Ich werfe jetzt hier viel so in den Diskussionstopf und wir können auch nicht alles vertiefen, das ist schon klar. Ich mache es aber auch für die Zuschauer, um irgendwie mal ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Diese Region, die wir heute Ukraine nennen, um die es dort geht, das ist nicht nur einfach das Land, wo das Volk der Ukrainer lebt. Mhm. Das ist ein Land, das war schon in vielen Händen und ist durch viele Hände gegangen und ist mit vielen Gruppen gemischt. Und diese ganzen Interessen, die verknoten sich dann noch heute. Auch dieses deutsche Interesse an der Ukraine noch aus der Zeit des Ersten oder Zweiten Weltkriegs, das spielt sicherlich aus meiner Sicht auch noch bei der heutigen deutschen Politik eine Rolle. Dass man das als einen Raum in der Welt irgendwie betrachtet, wo die Deutschen ein Wörtchen mitzureden haben, so wie der Franzose irgendwie in Westafrika meint, mitreden zu müssen. Aber es wird uns offiziell in den Leitmedien nicht so erzählt. Ja. Aber es ist traditionell, es ist so ein Raum, wo die Deutschen irgendwie immer ein bisschen mitmischen. Also der Punkt, wo ich dich unterstützen würde, ist genau an dem Punkt, wo du sagst, dass es ein sehr, sehr interessanter Raum ist, auch historisch gerade. Und damit hast du recht. Weil wir können jetzt einerseits auf der säkularen Ebene, auf der weltlichen Ebene, auf der geopolitischen Ebene halt eben diesen Raum als strittigen Raum seit den 30er Jahren oder meinetwegen auch vorher betrachten. Wir können es allerdings auch vor dem Hintergrund unserer Sondergruppen, unserer eschatologischen, endzeitlichen Sondergruppen betrachten. Da kommt es in Frage, dass es durch den Holodomor eine Art okkulten Ablasshandel gegeben hat, oder zumindest den Versuch eines okkulten Ablasshandels. Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann findet man, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und ich gehe jetzt nicht tiefer in diesen Vergleich hinein. Man kann sich da anschauen, was dort passiert ist. Eine andere Geschichte ist, dass der Gaon von Wilna, also der Weise von Wilna, das ist ein ganz bekannter Rabbiner, einiges gesagt hat über die Ukraine und gerade über die Krim erzählt hat. Vor 200 Jahren, ich glaube, da hat 1720 bis 1790 ungefähr gelebt. Und das war ein Schriftenausleger, ne? Das war ein Dechiffrierer, auch, ein Dekodierer, ein Kabbalist, der kannte sich aus, der Mann, was der gesagt hatte, dem wurde geglaubt. Einer der wichtigsten jüdischen Dekodierer der Zeiten. Der Punkt ist, er hat gesagt, damals, über die Endzeit, wenn ihr hört, dass die Russen die Krim erobern, dann wisst ihr, dass der Messias nicht mehr fern ist. Und das ist jetzt in der hasidischen Welt, also praktisch da, wo diese Gruppen, die sich mit Kabbalah und Eschatologie beschäftigen, das ist also nicht nur eine Sekte wie Chabad Lubavitch, sondern es gibt eine ganze Menge anderer Gruppierungen, die weniger politisch sind, aber auch alle interessiert daran sind, die Endzeit zu deuten und wissen zu wollen, was nun passiert. Das ist auch mit anzustoßen. Die Hasiden sind, als die Russen in die Krim gegangen sind, vor Jahr und Tag, verrückt geworden vor Freude, weil sie sich gesagt haben, jetzt ist die Zeit gekommen. Wir wissen, jetzt ist es soweit. Jetzt wird es losgehen. Wobei, jetzt muss ich einmal einwerfen und fies sein, wenn du sagst, dieser Rabbiner hat das vor circa 200 Jahren oder so gesagt. Ich meine, die Krim hat ja schon vor Putins Einmarsch während der Zarenzeit zu Russland gehört. Und ich meine, die wurde auch irgendwann Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Russen erobert. Ich weiß nicht genau wann, aber kann sich das nicht auch darauf bezogen haben, auf diese erste Eroberung überhaupt? Ne? Vorher war das ja das Gebiet der Krim-Tataren und gehörte dem Osmanischen Reich an, auch phasenweise. Ist richtig. Es könnte sich darauf bezogen haben, wenn jetzt nicht die Vorläufe, die zeitlichen Vorläufe im Kalendarium nicht so wären, wie sie sind. Also es brauchte erstmal den Ersten Weltkrieg, erste große Wehe und dann die zweite große Wehe, dass dann praktisch danach die Russen sich dann die Krim holen, dass dann als Moment der oder Vorbedingung der dritten Wehe der Messias komme. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt sagst, 1830 oder 40 waren die Russen ja
ja schon auf der Krim, zählt das nicht für die Endneid in der Auslegung des Kabbalisten, weil der sagt, Moment mal, wir reden jetzt hier von einem hintereinander geschalteten Krieg, der erste den Ersten Weltkrieg angibt, dann den zweiten geht und dann kommt die Krim und dann kommt der dritte. Und Israel Meir Kagan ist zum Beispiel einer ganz wichtigen Rabbis, die wir nicht kennen natürlich alle, weil wir nicht in diesem Glauben richtig erzogen werden oder er wird uns nicht richtig vermittelt und wird halt eben der Holocaust damit und das war's irgendwie. Und das Judentum ist sehr, sehr interessant mit seinen verschiedenen Gruppen und Erfahrungen und Gedanken über die Bestimmung der Menschheit. Und dieser Israel Meir Kagan, ich glaube, die New York Times hatte ihn als den ungekrönten spirituellen König Israels bezeichnet. Der hat gesagt, Umagog, diesen Endzeitkampf, den wir in der Bibel sehen, geht in drei verschiedene Tranchen und Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Dritter Weltkrieg. Und er hat gesagt, vom Ersten bis zum Zweiten dauert es ungefähr 25 Jahre und da lag er verdammt gut, wenn man die Zeit von 1914 bis 1939 rechnet. Mhm. Also dieser Ausflug in die ganzen historischen Zusammenhänge ist super interessant und jedes Mal, wenn ich mit dir eine Stunde rede, Wolfgang, habe ich das Gefühl, ich habe ein ganzes Buch gelesen. Also danke für diesen Exkurs. Ich würde es gerne mal wieder zurückholen auf die jetzige Situation, weil wenn wir jetzt dann schauen, okay, in der Ukraine ist die Situation, dass die russischen Panzerarmeen da reinrollen, dann ist es nicht so, dass die ostukrainischen Menschen alle jetzt mit Blumensträußen dastehen und da dann eben den Einmarsch dieser Panzergruppen bejubeln. Na, das ist jetzt. Hörst du uns noch, Wolfgang? Ja, okay. Ja, ich bin noch dran. Ja, also was ich meine ist, wir haben jetzt diese Situation, dass die Russen da jetzt Fakten schaffen, was auch immer deren Ziel ist, also wahrscheinlich eine Pufferzone am Dnieper entlang orientiert. Wir sehen eine Zangenbewegung um Kiew herum, dass also der östliche Teil der Ukraine dann als neutrale Zone, als Pufferzone aufgebaut werden soll. Es gab auch die Meldungen, dass die Russen die Kiewer Regierung nicht stürzen wollen. Also die haben jetzt kein Interesse daran, die zu entmachten, sondern die versuchen, eine neue geopolitische Lage zu machen. Aber besteht jetzt nicht genau die Gefahr in dieser Aufrüstungsspirale, dass wir uns eben diesem Gog und Magog nähern, dass die Kabbalisten, die Eschatologen im Hintergrund jetzt genau auf diese Situation zuarbeiten, dass wir Putin, Schrägstrich Hitler, das werden viele Leute natürlich als Vergleich jetzt vehement verneinen und so weiter, aber allein jetzt von der kabbalistischen Seite her, dass man ihn ausgesucht hat, ob bewusst oder unbewusst, von seiner eigenen Person auch, um diesen letztendlichen Transformationsprozess für deren Prophezeiung in Gang zu setzen. Denke ich mir schon, ja, ohne jeden Zweifel. Doch, ja, sieht so aus. Es gibt die Verbindungen, es gibt die Parallelen. Dass jetzt, um nochmal den Kreis zu schließen, halt die Ostukrainer pro Putin sind, ist klar, weil es sind echte Russen. Ne? Also es sind jetzt, da gibt es keinen Zweifel an ihrer kulturellen Herkunft. Der Punkt ist, wie kommen wir da raus, um es mal konstruktiv halt eben jetzt zu denken. Ne? Also wir haben jetzt nur die kleinere Möglichkeit, ne? Was vorher angedacht gewesen ist, ist, dass praktisch europäische Staaten oder Kontinentaleuropa, Deutschland, Frankreich, diese Achse mit den Russen übereinkommt. Wir nehmen die Ukraine als Staat, der unter Umständen in die NATO kommen könnte, neutralisieren aber dieses Land und rüsten praktisch, wie soll ich sagen, mit Know-how, mit Wirtschaftsleistung, mit allem, was möglich ist, von beiden Seiten auf. Das heißt also, ihr Russen gebt halt eben Geld in das Land rein und wir als Franzosen und Deutsche und ein Teil der EU macht wahrscheinlich auch mit, wir pumpen auch Geld rein und bringen dieses Land nach oben und nehmen es als Brücke. Und das ist ideal. Das wäre die ideale Lösung gewesen. Und die hat Putin kaputt gemacht, denke ich. Es sei denn, es gab tatsächlich im Hintergrund halt von den Amerikanern so starke Versprechungen, dass Zelensky 5 Minuten vor dem Beitritt bei der NATO gewesen ist, dann hat Putin etwas getan, was er in Anführungszeichen tun musste. Nur wir kommen jetzt aus der gleichen Nummer genauso wieder heraus. Es ist so, dass jetzt die Russen, soweit ich weiß, heute noch angeboten haben, sie würden jetzt nicht mehr darauf drängen, dass die Regierung Zelensky zurücktritt. Das ist sehr positiv, dass sie das gesagt haben, weil das wäre auch nicht möglich gewesen, jetzt hier, eine Entnazifizierung Ukraine zu fordern. Oder das sind ja alles Beleidigungen, ja, das hilft ja auch nicht weiter. Natürlich gibt es dort Nazis, gar keine Frage. Nur der Punkt ist, wir kommen jetzt mit Konfrontation in diesem Moment nicht weiter. Wir müssen gucken, wie kommen wir da raus. Haben wir Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen. Mhm. Und Putin ist es wichtig, dass die Ukraine sich neutralisiert. Und wenn die Ukraine dazu bereit ist, und das scheint mir so, dann ist es ideal. Das ist wunderbar.
dann ist es prächtig. Und dann finden wir vielleicht halt die Möglichkeiten für einen Cordon Sanitaire, wie es die Schweden in den 80er Jahren vorgeschlagen haben. Olof Palme ist ja ein Begriff, der wollte ja praktisch vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer oder noch weiter halt eben so einen neutralen Staatengürtel bauen. Und das wäre ideal. In der Situation, die wir haben, wie die NATO praktisch konfrontativ auf Russland zulässt, brauchen wir diesen Zwischenraum. Mhm. Und Putin hat allen Grund, das zu fordern, ohne jeden Zweifel. Und wir als Europäer haben allen Grund, mitzugehen. Denn wir wollen nach oben und wir wollen die Amerikaner erben. Jetzt wirst du natürlich sagen, oder Herr Ganser, ihr seid die guten Menschen, ihr seid richtig liebe Menschen. Ich könnte den ganzen Tag knuddeln, natürlich, sicherlich. Nur der Punkt ist, die Welt ist ein Haifischbecken. Und da kannst du nicht reingehen und sagen, ich bin der Goldfisch, dann wirst du gefressen. Sofort. Mhm. Das heißt, du musst letztendlich mit Versuchungen umgehen, du musst mit Machtinteressen umgehen, mit all den dunklen Seiten. Und mit denen musst du arbeiten. Ja, aber wenn jetzt Deutschland, wenn jetzt die Europäische Union oder Deutschland, Frankreich auf Russland zugehen würden, Cordon Sanitaire, also Pufferzone schaffen, Aufbau und so weiter, das würde doch der jetzige Hegemon USA wieder sabotieren wollen. Ja, wir sehen ja, wie seit 100 Jahren die Politik der USA darin besteht, Deutschland und Russland dauerhaft zu trennen. George Friedman hat bei Stratfor 2015 eben dieses viel zitierte Zitat gebracht, dass es das die oberste Maxime war der amerikanischen Außenpolitik im letzten Jahrhundert. Also wie soll das denn je umgesetzt werden können mit so einer Kraft im Hintergrund, die das alles verhindern möchte? Und Frage ist, ob das überhaupt jemals wieder geht, nach dem, was jetzt gerade schon auf der Völkerebene passiert ist, also dieser Hass, dieser instrumentalisierte Hass, der mehr oder weniger eine Übersprungshandlung ist von diesem Corona-Wahnsinn, der uns jetzt gerade noch passiert ist, dass man diesen Hass umgelenkt hat mit einem psychologischen Trick und die Leute gar nicht wissen, was sie hier tun, dass dieser Hass jetzt dafür gesorgt hat, dass die Russen selber sagen, ja, also dann, wenn ihr uns überall hier so hinstellt, dann wollen wir mit euch ja gar nichts mehr zu tun haben. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit? Ich muss da mal reingrätschen, Robert. Und zwar aus Folgendem, weil aus meiner Sicht mischt ihr jetzt in unserer Diskussion oder zwei Bereiche, zwei Ebenen oder bringst uns einen Schritt zurück. Weil das, was du jetzt fragst, das bezieht sich letztlich auf diese geopolitische Ebene, wo jetzt die Staaten miteinander agieren. Und da finde ich all deine Fragen gut und berechtigt. Mhm. Aber wir waren ja eigentlich schon so weit jetzt, dass wir über die Ebene darunter oder darüber sprechen oder spekulieren. Und auf der Ebene sind es ja andere Gruppierungen, die da reinmischen und gegebenenfalls einen übergeordneten Plan haben, wo der Krieg gewollt ist und nur gemacht ist. Ich verstehe dich schon. Ja, ja, klar. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir jetzt in unserer Diskussion weiter reingehen? Ich bin ja dafür, dass wir jetzt eher auf diese religiösen Faktoren näher eingehen. Die bedingen sich ja beide. Die sind ja beide auch miteinander zusammen. Haben wir als Menschen, als Nationen überhaupt eine Möglichkeit, diese friedensstiftenden Maßnahmen überhaupt noch umzusetzen, wenn in Wirklichkeit im Hintergrund solche Machtstrukturen, solche Gruppierungen da am Wirken sind, um ihre Endzeitpläne umzusetzen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Also ich meine, wir haben einerseits die säkulare Schiene der Entwicklung der Politik und wir haben einerseits halt eben die pseudo-religiöse oder sekiererische oder okkulte. Ich würde gerne noch mal halt eben eine Minute über dem bleiben, was zuletzt gesagt worden ist, und zwar, dass wir eine Möglichkeit definitiv haben, die europäische Politik zu stärken, im Mächtekonzert, im Weltmächtekonzert. Wie gesagt, wir kommen ganz nach oben als Achse Paris-Berlin, wenn wir uns mit den Russen irgendwann zusammentun würden. Wenn wir uns diese Tür irgendwie offen ließen, wenn wir die Chance haben, diesen Rohstoffraum irgendwann uns zu bringen. Wenn das der Fall ist, sind wir Nummer eins und alle anderen stehen hinten an. Und das ist verdammt gut, weil wir nämlich Kriege erlebt haben. Wir wissen, was Kriege bedeuten. Die Amerikaner brauchen ganz dringend einen Krieg bei sich. Tut mir herzlich leid, das zu sagen. Denn wenn ich mir anhöre, wenn Herr Trump sagt, wir müssen einen False Flag, damit ich halt eben bei Mächte tot kämpfen, und das Publikum johlt, pfeift und lacht, dann zeigt das, dass dieses Publikum verdammt nochmal einen Krieg braucht, damit sie wissen, was ein Krieg bedeutet. Weil wir haben es gelernt. Das heißt, wenn wir letztendlich Macht ausüben werden als Kontinentaleuropäer, werden wir damit verantwortungsvoller für meine Begriffe umgehen, als es die Amerikaner tun werden. Von daher kann ich nur dafür sein, dass wir ganz nach oben kommen. Wie können wir die Amerikaner raushalten, indem
sie mit sich selbst beschäftigen. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir mit den Geheimdiensten, jetzt rede ich von Machtpolitik, von staatlicher Machtpolitik, von Geopolitik, wie können wir die Amerikaner mit sich selbst befassen, mit sich selbst beschäftigen, wie können wir sie destabilisieren oder wie bekommen wir jemanden dorthin, der, wie soll ich sagen, den Konflikt nicht über den Atlantik, sondern über den Pazifik austragen möchte. Das ist Trump. Und Trump wird demnächst an die Macht kommen. Der jetzige Chef, also Biden, ist eine Witzfigur. Das wissen die Amerikaner auch. Und wie er drangekommen ist, kann man sich auch an fünf Fingern abzählen. Man guckt sich halt eben an, was der für Reden gehalten hat vor 12 Leuten und Trump vor 12.000. Und anschließend wird Biden gewählt. Ah, let me laugh. Glaube ich keine 5 Sekunden, glaube ich, dran. Nur der Punkt ist folgender. Jetzt wird Trump, gehe davon aus, drankommen. Und dann wird es darauf hinauslaufen, dass sich die amerikanische Politik wieder mit dem eigentlichen Gegner, mit dem eigentlichen Konkurrenten, also China, passen wird. Und dann findet der Konflikt transpazifisch statt. Und wir haben unsere Ruhe hier und können uns in aller Ruhe als europäischer Arm mit den Russen in bessere Gewässer bringen. Und daran hat auch Trump Interesse, weil wir haben gesehen, dass er mit Putin konnte. Das kommt wahrscheinlich daher, dass er die gleichen Hintergrundkräfte hat. Und dass er Putin alleine gelassen hat in Syrien und in Libyen, nicht von ungefähr. Und das ist die Möglichkeit, wie wir rauskommen. Wie wir aus der okkulten Bedrohung herauskommen, das ist wesentlich schwieriger. Deswegen habe ich das jetzt gerade eben aufgegriffen, ja, weil das andere Thema ist so schwierig, weil die Freimaurerei hat im Grunde eigentlich alle Staatensysteme und alle Machtinstanzen durchsetzt. Und du kannst nie hundertprozentig sagen, ist das jetzt ein politischer Freimaurer, ist das nicht. Es ist für mich unheimlich schwer zu sagen, wie man aus dieser Nummer wieder rauskommt. Ich sehe das Ganze noch unter einem anderen Blickwinkel. Da mischen sich vielleicht die großen Weltpläne und auch die geopolitischen Notwendigkeiten. Ich glaube, dass wir die NWO, die neue Weltregierung, im Prinzip schon haben. Nur sie ist noch verdeckt und sie ist noch nicht so voll zur Blüte gelangt. Was man jetzt ja eigentlich sieht, ist, dass dieser Konflikt wird dazu führen, dass erstmal innerhalb Europas sich die EU und Russland weiter entfremden. Die EU wird das, denke ich, so schätze ich das ein, den ganzen Russland-Konflikt, sei das ein neuer kalter Krieg, ein Wirtschaftskrieg oder ein heißgeführter Krieg, dazu nutzen, sich enger zusammenzuschließen. Die Faust wird praktisch geschlossen. Auf der anderen Seite wird Russland abgespalten und zwangsläufig in die Arme Chinas getrieben, als Rohstoffkammer Chinas und als Juniorpartner Chinas. Die Russen werden für China das sein, was für die USA Großbritannien sind, ein wohlgeschätzter Juniorpartner. So, und insofern schafft man zwei große Blöcke schon mal. Das ist noch nicht so, und das kann man nutzen, wenn man die Welt regieren will. Ne? Wenn man stellt sich das ja naiv, als kleiner, naiver Mensch, gegebenenfalls ja immer so vor, Mensch, eine Weltregierung heißt doch, wir haben so einen Superstaat, ne? Ein großer Superstaat. Vielleicht heißt NWO aber auch, dass wir wieder eine bipolare Welt haben, dass wir einen Block haben, USA und EU, der sich vielleicht ja auch auf lange Sicht zusammenschließt zu einem transatlantischen Superblock, also noch weiter, als das jetzt schon getan hat. Und wir haben diesen chinesisch-russischen Block. Und dann haben wir dahinter oder da drüben Kräfte, die in beiden Blöcken mitspielen und die immer die gegeneinander lenken. Aber du hast schon mal, wie damals bei der Sowjetunion, so ein großes Gebilde im Osten. Das ist das, wie ich das einschätze auf lange Sicht. Und die hoffnungsvollen Szenarien, wie man da rauskommt, etc., die sehe ich leider nicht. Oder also nicht als realistisch. Ne? Man kann natürlich so Fantasien haben, wie Deutschland sich verhalten könnte, aber dafür müsste das deutsche Volk erstmal wieder Souveränität erlangen und so weiter und so weiter. Und sobald das deutsche Volk sich aus seiner Fremdherrschaft erhebt, dann machen die Amerikaner mit uns genau das, was Putin gerade mit der Ukraine macht. Dann marschieren die hier ein, beziehungsweise sind ja schon mit ihren Truppen hier und beenden das. Aber das sind natürlich Spekulationen, das sind meine Gedanken zur zukünftigen Entwicklung. Müsst ihr nicht teilen, ne? Aber es ist auf jeden Fall, kommen ganz interessante Zeiten, glaube ich, auf uns zu. Wenn du jetzt praktisch die Hintergrundkräfte halt, um das mal das Wort zu benutzen, instrumentalisieren willst, ja, oder mit ihnen arbeiten willst, aus ihnen heraus letztendlich Bündnispartner generieren möchtest, dann hat es diese scheinbaren Möglichkeiten immer wieder gegeben. Es gab sie früher in der katholischen Kirche, weil es dort konservative Kräfte gegeben hat, die einen eigenen Machtanspruch hatten über die Welt.
und die gemerkt haben, dass es da konfliktionäre Kräfte gibt, die ihnen den Rang ablaufen und die sie kaputt machen wollen. Und die katholische Kirche wird natürlich kaputt gemacht, das sieht man. Es gibt heute noch konservative Kreise innerhalb der katholischen Kirche. Aber die katholische Kirche hat halt eben diese Macht nicht mehr, nicht? Dann gibt es halt Tibet auch als eigenen Machtfaktor, wiederum regional festgelegt auf Lhasa, auf den Dalai Lama und seiner Umgebung, auch einen spirituellen Krieg in der Welt verorten, der geführt wird und wo sie sich selber auch drinnen verorten, wo sie dann auch Nähen gesehen haben über das Aufkommen des Faschismus, das sie gar nicht leugnen, wo sie dann auch sagen, ja, das sind die Kräfte gewesen, die was versucht haben, etc. pp. Aber sie sind auch relativ schwach. Ich denke mal, stark sind halt eben die Hauptquoten jetzt in diesem Krieg Gog und Magog, das sind die Israelis. Und ich denke mir, sollten schauen, dass wir, wenn wir halt eben von den Anführungszeichen Hintergrundkräften Leute abhaben wollen, dann ist es der Zionismus, und zwar der weltliche Zionismus. Es gibt einen religiösen Zionismus, der sich tatsächlich nach der Prophetie orientiert, und es gibt einen weltlichen. Das sind Juden, Israelis, die mit der Synagoge relativ wenig zu tun haben und die sagen, ich entscheide mich letztendlich, ein glückliches Leben zu führen, und ich habe vielleicht auch Machtinteressen, ich kann sogar recht sein, aber ich bin in keinster Form an irgendwelche Prophetie gebunden und finde mich auch dagegen, weil das eine Bedrohung für mein Land ist. Und das sind die Leute, die dann auch in entsprechenden Gremien drin sein mögen, in Machtzirkeln drin sein mögen, und wenn die dann wissen, dass jetzt die Zeit schlägt, wo ihr Land gebraten und gekocht wird, dann mag der ein oder andere hervortreten und sagen, okay, ich bin in diesem Gremium, in diesem Machtzirkel drin, und ich habe dies gehört und jenes gehört. Und das ist dann hochinteressant, was dann passiert. Einen ganz interessanten Aspekt möchte ich auch mal kurz einwerfen. Du hast jetzt schon den politischen Zionismus erwähnt. Man kann ja sagen, der politische Zionismus war sowas wie im 19. Jahrhundert wie eine Art Nationalbewegung der Juden. Theodor Herzl ist ein Name, der in dem Zusammenhang auch fällt. Was viele nicht wissen, der hatte einen Vordenker, es ist ein gewisser Moses Hess. Moses Hess ist eine sehr interessante Figur, der hat ein Buch geschrieben, ich glaube, der Titel war Der Judenstaat, und der hat noch bevor die eigentliche zionistische, politisch-zionistische Bewegung entstand, ganz viel vorweggenommen von deren Ideen und darüber geschrieben und publiziert. Und das wäre jetzt als solches gar nicht so spannend, wenn das nicht ausgerechnet der Mann gewesen wäre, von dem Karl Marx gesagt hat, die kannten sich nämlich, er habe ihn zum Sozialisten konvertiert. Oder zum Kommunisten, besser gesagt. Ne, Karl Marx war ja am Anfang eigentlich von der philosophischen Richtung her Linkshegelianer. Der war ja natürlich noch nicht Marxist. Den Marxismus hat er dann ja erst entwickelt. Nicht alleine, aber dieser Moses Hess war eine Schlüsselfigur, die sowohl die zionistische Bewegung als auch die marxistische in ihrer Frühphase geprägt hat, und den kennt kein Mensch. Und beides spielt eine Rolle politisch, Marxismus, wenn der sich politisch manifestiert, als auch dieser politische Zionismus mit dem Staat Israel in diesem großen geopolitischen Mächte-Ränkespiel im Hintergrund oder ideologisch, was wir heute vor uns haben. Und da lohnt es sich, so historisch mal näher in die Details zu schauen. Und es ist natürlich schwierig, wenn man nicht Zeit hat, jahrelang Geschichtsbücher zu lesen oder auch nicht die richtigen in die Hände kriegt oder die richtigen Gesprächspartner bekommt. Deshalb erwähne ich solche Sachen hier, weil ich den Zuschauern auch mal so ein paar Anhaltspunkte für Nachforschung mit an die Hand geben möchte. Das lohnt sich unbedingt nicht. Hess ist ein Freimaurer auch gewesen, hat da auch entsprechende okkulte Verbindungen gehabt. Und Marx wiederum hat eine Genesezeit, wo er dann zum großen Denker reifte und noch recht jung war, und hat dort Schriften in seiner Jugend hinterlassen, die ganz klar auf Einbindungen in okkulten Zirkeln satanischer Art hinweisen. Und witzigerweise ist Marx auch mit Rothschild verwandt, und zwar gar nicht mal so weit weg. Und er ist dann nach London gegangen zu seinen Verwandten, um dort halt eben weiter schriftstellerisch tätig zu sein, und hatte dort auch seine Beziehung zu den Rothschild. Also diese Gegensätze, diese scheinbaren, sind am Ende doch gar nicht so gegensätzlich. Und wenn man sich anschaut, wie halt der Kommunismus auf den Weg gekommen ist, also der Sowjetismus praktisch, der Bolschewismus in Russland, dann findet man halt eben das Rothschild-unterstützte Bankhaus Warburg in der Entstehung dieses Staates.
Und, der und ist das nicht auch ein Bankhaus, mit dem unser amtierender Bürgermeister gerade in einen Korruptionsskandal verwickelt ja, ist? Kann man das am Rande mal hier so einwerfen? Ja. Und witzigerweise ist der Oppositionsführer der CDU Chef gewesen, ich glaube, ein Jahrzehnt lang, gar nicht mal so lange her, der sogenannten Atlantikbrücke, eine Superloge, die letztendlich die Geschicke der Medien ordnet und bestimmt, die wiederum von Warburg gebaut worden. Ein Aspekt, ich würde gerne ein bisschen kleine Anekdote erzählen oder zum Thema Freimaurerei. Wolfgang hat jetzt auch mehrmals sozusagen den Begriff Freimaurerei hier in den Raum geschmissen oder Hochgrad Freimaurerei. Ja, manchmal gehen mir da ein bisschen die Nackenhaare hoch, nicht weil ich Anwalt der Freimaurer bin und jetzt sagen will, nein, nein, ich, sondern weil man natürlich differenzieren muss, ähnlich wie bei Religionsgemeinschaften. Es gibt nicht die, wo es nicht die eine Strömung gibt, die Christen, gibt es auch nicht die Freimaurer. Es gibt die Freimaurereien oder die Freimaurerei als eine große Strömung, ein Ast mit viel, ein Strom mit vielen Seitenästen. Und es ist sehr differenziert, welche Gruppe da jetzt wo wem nahesteht oder wie verwickelt ist. Auch der Begriff Hochgrad-Freimaurerei wird leider in der alternativen Szene fast grundsätzlich falsch verwendet, weil dem die Annahme immer zugrunde liegt, die Angehörigen von Hochgraden seien jetzt wie bei einer militärischen Hierarchie diejenigen, die jetzt dann mehr Macht haben. Das war in der Freimaurerei im 18. Jahrhundert durchaus so, das ist heute aber nicht mehr so. Sondern es ist eher so, es gibt eine Freimaurerei, eine breite Freimaurerei, in der war ich ja auch Mitglied für Otto Normalverbraucher, so würde ich das sagen. Und da kannst du auch in Hochgrade und die durchlaufen, das habe ich auch getan. Und dann gibt es Logen, und das müssen nicht unbedingt Logen sein, die auch in Hochgraden arbeiten, sondern ganz im Gegenteil, weil die in den Hochgraden geht es viel um esoterische Inhalte. Und das ist eher für die, die wirklich inhaltlich interessiert sind. Also an Esoterik und nicht unbedingt für diejenigen, die an Machtpolitik interessiert sind. Es gibt dann eher aus meiner Sicht oder so, wie ich das mitbekommen habe, Logen für Politzirkel. Und das ist so ein ganz schwammiger Bereich. Das gibt es in Deutschland auch. Gibt es eine ganz komische Loge, Gustav Stresemann. Erzähle ich bei jeder Gelegenheit gerne. Weil wenn du Freimaurer bist oder wirst in der ganz normalen Freimaurerei, dann darfst du jede andere Loge auf der Welt besuchen und die öffnen dir ihre Pforten. Also ich konnte jetzt in Deutschland überall hin und jede Freimaurerloge hätte mich dann da reingelassen. Bis auf eine Loge in Deutschland, der ist Gustav Stresemann und da kannst du nicht rein. Da musst du eingeladen werden, auch wenn du Freimaurer bist. Und ich kannte mal, habe mal einen Freimaurer kennengelernt, der da auch mal zu Gast war. Der war übrigens bezeichnenderweise für die EU und auch im diplomatischen Dienst vorher jahrelang tätig. Und der hat mir halt erzählt, das ist so eine Promi- und Politikerloge. Und die dürfen nicht geoutet werden. Und deshalb darf da keiner, kein Normalfreimaurer sozusagen rein. Das ist jetzt aber nicht dasselbe wie Hochgrade. Und das ist so immer das Missverständnis. Dann denken jetzt Außenstehende, ah ja, ja, das sind ja dann die Hochgrade, wo du nicht rein darfst. Nö, das ist einfach eine Sonderklingel-Klungel-Club. Das ist so ein Aspekt. Das wollte ich einfach nur mal so erklären, weil es interessant ist und weil es viele so auch nicht wissen. Ein anderer Aspekt ist der, schauen wir uns beispielsweise mal die britischen Inseln an. Da hast du ganz viele Freimaurer. In Schottland beispielsweise, ich glaube, Schottland hat 4 Millionen Einwohner und 100.000 Freimaurer. Das ist fast eine Volksbewegung. Wenn du da im Zug fährst und wahrscheinlich rufst, who's Freemason, drehen sich drei Leute um und sagen, ja, hier ich. Da ist das ja auch traditionell ganz stark verwurzelt. Jetzt hast du aber andere Staaten, das sind oft Kolonien, da hat die Freimaurerei, da ist sie ein Fremdimport aus der Kolonialzeit. Und dort hat man Logen installiert, wo ganz sicher die Eliten, die man vorgefunden hat, aufgenommen wurden. Und die Freimaurerei wurde dort genutzt. Ägypten ist zum Beispiel. Da wurde schon im 18. Jahrhundert Freimaurerei implementiert oder das Osmanische Reich. Und man hat diese Logenstrukturen genutzt, um diese Länder dann zu verwestlichen, auch kulturell zu beeinflussen. Und so etwas, warum ich das jetzt so weit aushole, das habe ich in der Ukraine beobachtet. Die Ukraine hatte eigentlich durch keine Freimaurerei. Es gab mal im Zarenreich eine russische Freimaurerei, überwiegend in St. Petersburg oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, vielleicht auch in Moskau, aber in der Ukraine eigentlich nicht und in der Sowjetzeit auch nicht. Und da wurden jetzt aber in den letzten Jahren auch Freimaurerstrukturen geschaffen, auch von der deutschen Freimaurerei. Und diese ukrainische Freimaurerei, die ist genauso ein Westimport implementiert für die ukrainischen Eliten,
Und da sind die politisch angebunden. Da ist das auch so ein elitärer politischer Club, wo man nicht einfach mal so hin kann. Und das ist mir damals schon aufgefallen. Es ist zum Beispiel innerhalb der Freimaurerei üblich, dass man sich Schurze schenkt. Ihr kennt das vielleicht, Freimaurer tragen Schurze, so wie Rocker eine Kutte. Und ich selber war mal auf den Fidschi-Inseln und habe dort die Freimaurerloge besucht und hatte dann von meiner Mutterloge einen Schurz mit als Geschenk. Das ist einfach so eine Geste. Und im Hamburger Logenhaus gibt es einen Raum, da hängt ein riesiger Prunkschurz. Ja, es gibt diese Schurze sehr schlicht und das ist so ein Prunkding, total edel so. Und das ist übrigens, und das witzigerweise steht dann so im Bilderrahmen, hängt das da, steht bei, das ist ein Geschenk der Großloge der Ukraine gewesen. Und das ist insofern beachtlich, weil je mehr Prunk und Bändchen und edel Sachen, mit denen man sich behängt, man in der Freimaurerei sieht, desto eher kann man davon ausgehen, dass man das mit so einer politischen, weltlich orientierten Freimaurerei zu tun hat. Die Freimaurerkreise, wo es eher um Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität oder im weitesten Sinne geht, dann da legt man viel weniger Wert auf jetzt prunkvolle Schurze. Da haben die eher einen ganz schlichten Schurz, weil es ähnlich wie ein Mönch in der Zelle ein schlichtes Gewand trägt und der Bischof ist mit Gold behangen. Und ich fand es halt ganz bezeichnend, dass der prunkvollste Schurz, den ich jemals sah, ausgerechnet ein Geschenk der Großloge der Ukraine war, der im Hamburger Logenhaus hängt. Und da sieht man auch so diese ganzen Verbandlungen. Aber das sind Dinge, die habe ich nur am Rande beobachtet und mir dazu meine Gedanken gemacht. Aber ich habe leider die nie in der Ukraine besuchen können. Ich glaube aber nicht, dass ich auch zu diesen Kreisen wirklich Zugang bekommen hätte. Mhm. Das ist meine Einschätzung. Oder schwierig zumindest. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass die weil das ist eine super kleine Großloge. Ne? Die haben in der Ukraine, die Freimaurerei hat maximal ein paar hundert Mitglieder, maximal. Das ist winzig. Und das ist ganz sicher ein elitärer Zirkel rund um Kiew. Aber ich denke mal, das wirst du vermutlich in jedem Land haben. Ne? Ich meine, wir hatten das in den 70er Jahren auch in Italien mit der Propaganda Due, die zunächst mal durchgewunken worden ist vom Grand Orient Italiens, auch anerkannt worden ist erstmal in England, weil die Engländer auch gewusst haben, dass es eine Narkologe ist. Und da waren dann auch Politiker in die Sozialdemokratische Partei Italiens hinein. Also die Rechten bis zur Sozialdemokratischen Partei waren drinne. Brüder im Geiste für ein NATO-gestütztes Italien. Genauso halt eben die Verleger von Zeitungen, von Fernsehanstalten, von Radioanstalten, für die Banken war auch jeder da. Das heißt also, die Demokratie wurde einfach mal ganz knapp außer Kraft gesetzt durch so eine einzige Loge. Mhm. Und das hast du vermutlich in allen Ländern. Und dann ist die Demokratie letztendlich ein Witz, den wir haben. Wenn naja, du darfst eins aber nicht vergessen, diese Demokratien, die entstanden, die wurden nicht von der Freimaurerei irgendwann unterwandert, die wurden von der Freimaurerei installiert. Und zwar nicht, und jetzt muss man wieder unterscheiden, nicht von der Freimaurerei, die es gar nicht gibt, als ein einheitliches Gebilde, sondern von der französischen, von dem Grand Orient de France. Der Grand Orient de France ist ja auch von der englischen Großloge nicht anerkannt. Das ist wobei eine Verfeindung kann man das nicht nennen. Offiziell erkennen die sich nicht an. Wie kommt das nur? Warum werden die nicht anerkannt? Ich kann es dir genau sagen, weil nämlich der Grand Orient de France die amerikanische Revolution gemacht hat. Und die nehmen das selber für sich in Anspruch. Ja, vor allem, es gibt eine christliche Freimaurerei, christlich orientiert in der Ritualistik, und die ist oft mit Königshäusern verbandelt. Aus diesem Grund ist die auch nicht revolutionär. Das hast du in England und das hast du ganz stark in Skandinavien und das hast du auch in Preußen gehabt. Und dann gibt es eine Freimaurerei, die ist säkular orientiert. Das sind zwei unterschiedlich inhaltliche Strömungen. Das ist die Strömung, die mit der Französischen Republik und der Revolution zusammenhängt. Und die wiederum exportiert, der erste Export war Italien und dann auch von Italien weiter ins Osmanische Reich, die exportiert Revolution. Deshalb gibt es in England keine Revolution. Es ist eine mit dem Königshaus verbandelte Freimaurerei. Was ich jetzt aber auch mache, sind sehr komplexe, detailreiche historische Zusammenhänge relativ abgebrochen, kurz gebrochen schildern. Ja, also das bedarf an vielen Punkten nochmal einer Korrektur. Aber ich will einfach mal diese beiden Strömungen aufzeigen. Die christlich-mystische Freimaurerei ist mit den Adelshäusern d'accord und verbandelt, und die säkular orientierte Freimaurerei
ist immer wieder in Revolution verwickelt. Du darfst aber unter Umständen, wie soll ich sagen, die Trennung vielleicht doch gar nicht so stark machen, weil der Grand Orient hat einen Paten gehabt, den Balschemt von London, der wiederum aus den chassidischen Kreisen kommt, also aus den endzeitlich jüdischen Kreisen, aus diesen sektiererischen Kreisen, kabbalistischen Kreisen, der praktisch über diese Grand Orient-Geschichte die französische Revolution auf den Weg gebracht hat. Nicht nur die amerikanische, sondern auch die französische Revolution. Ja, und da gibt es noch einen anderen interessanten Zusammenhang. In Schweden. In Schweden ist die Freimaurerei, die schwedische Lehrart ist ganz klar christlich-mystisch und mit dem Königshaus verbandelt und auch schon im 18. Jahrhundert. Und da gab es den Karl von Södermanland, das war der Bruder des schwedischen Königs. Der schwedische König, wenn ich die Geschichte richtig erinnere, wurde ermordet. Karl von Södermanland, der jüngere Bruder, wurde dann, ich glaube, König Karl der 13., aber nagelt mich bitte nicht drauf fest, in Schweden, so zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Der war Hochgrad Freimaurer und auch Kopf des schwedischen Lehrart. Und der hatte dann aber, glaube ich, keinen Sohn und Nachfolger. Und der wählte sich dann als Nachfolger einen General der napoleonischen Armee. Ich glaube, Bernadotte oder Bernadette hieß der. Und der wurde dann König von Schweden. Und auf den geht auch das heutige schwedische Adelshaus, soweit ich weiß, zurück. Das heißt, da haben wir die christliche, mit dem Königshaus verwurzelte, verbandelte Freimaurerei, die dann aber interessanterweise plötzlich auch zu der französischen revolutionären, säkularen Freimaurerei, also auf der politischen Ebene, so Querverbindungen hat. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, da reden wir jetzt, da gibt es noch mehr spannende Geschichten, da reden wir jetzt wirklich von den obersten Eliten. Es gibt noch so eine andere Geschichte. Dieser Karl von Södermanland hat dann als schwedischer König noch so einen Orden, so einen Staatsorden gestiftet. Frag mich jetzt nicht, wie der heißt. Irgend so ein Rot, ich weiß nicht, ob Rotkreuz, Ritterorden oder irgendwie sowas. Und den kriegen eigentlich nur Freimaurer, können überhaupt, die Mitglied in diesem in dieser schwedischen Lehrart sind. Es gibt eine eigene schwedische Freimaurerei. Aber, und das war dann auch an der Anfangsphase so, dass nur Hochadel, der auch da drin war, diesen Orden bekommen konnte. Aber später im 20. Jahrhundert gibt es dann auch verschiedene Mitglieder, die ganz sicher nicht zu dieser schwedischen Freimaurerei gehören, die diesen Orden bekommen haben, zum Beispiel aus dem englischen Königshaus, wo man sich dann auch fragen kann, wieso haben die den jetzt bekommen, wie ist das alles verbandelt? Aber da steigst du auch als Freimaurer nicht durch. Es denken ja viele, jetzt wird einer Freimaurer. Weiß der ja alles oder ist in alles drin oder hat mit irgendwelchen Verschwörungen zu tun oder dergleichen. Die Mehrzahl der Freimaurerlogen sind ganz harmlose Männerclubs, so Typen wie wir drei drin sind und überhaupt gar nichts mit irgendwas Politischem zusammenhängen. Worüber wir da wieder echt sprechen, sind Clubs der obersten Machteliten. Na, wenn man jetzt von diesen Verschwörungen spricht. Und das ist aber nicht identisch mit dem Begriff Hochgrade, nicht automatisch. Das wird immer so durcheinander geschmissen. Mhm. Hochgrad-Freimaurer kann auch jemand sein. Also ich war ein Hochgrad-Freimaurer. Das heißt nicht, dass man in irgendwelche Machtstrukturen eingebunden ist. Also, das ist zumindest nicht in Deutschland. Charles, sind super tolle Ausführungen. Das ist auch sehr interessant, zwei Historikern zu lauschen und diese Dinge näher zu ergründen. Aber ich würde es gerne ein bisschen runterbrechen auf diese Situation, die wir jetzt gerade haben, weil ich glaube, uns geht allen momentan der Arsch auf Grundeis und wir versuchen zu analysieren, was passiert da gerade, was könnte auf uns eigentlich zukommen. Also wenn ihr mir gestattet, dass wir nochmal zurückgehen auf die Realpolitik und zwar auch an euch beide gerichtet die Frage, was denn für euch jetzt die plausibelsten oder die möglichsten Szenarien sind. Also ich habe da jetzt verschiedene Bilder im Kopf, je nachdem, was halt jetzt sich entwickelt in der nächsten Zeit. Gibt es eine Abspaltung des Ostens der Ukraine? Wird es eine weitere Eskalation geben? Oder wird sich Putin zurückziehen? Was auch immer ich jetzt gerade in meinem Kopf hier so mir zusammenreime, wir werden nicht mehr zurückgehen zu der Architektur, die wir noch vor kurzem hatten und was sich jetzt daraus bildet, ist momentan gerade sehr fragil, sehr, sehr, sehr schwammig alles und es gibt viele Menschen, die haben nicht das beste Gefühl gerade. Könnt ihr da vielleicht ein paar Gedanken mit dazu reinbringen, wie ihr die mögliche Entwicklung jetzt seht, was da, also okay, Armageddon, das ist etwas, was jetzt hier viele Eschatologen offensichtlich auf dem Plan haben, aber wird es so umgesetzt werden oder können wir dagegen auch noch was machen? Also ich denke, es gibt halt eben ein weißes und ein schwarzes Szenario, was wir haben. Ich kann dazwischen relativ wenig entdecken, ehrlich gesagt. Also wenn jetzt jemand irgendwie auf Krieg setzen würde, und es gibt Kräfte, die es tun, ohne jeden Zweifel,
Dann gibt es mehrere Szenarien, wie man da reinkommen kann. Man kann jetzt zum Beispiel, die Finnen haben darüber nachgedacht, zur NATO beizutreten, ausgerechnet jetzt, in dieser Unzeit, wo klar ist, wie die Russen darauf reagieren, dass sie da ganz in Hüdel sind. Und die völlig unsensible Regierungschefin hat dort gesagt, ja, warum gehen wir nicht in die NATO? Und das würde dann auf jeden Fall eine gleiche Aktion Russlands zur Folge haben. Egal, wie jetzt die Russen sich militärisch darstellen in der Ukraine. Das kann jetzt auch gefaked sein, was die da unten machen. Ne? Also es gab nämlich schon mal, 1939 gab es halt eben am Anfang des Zweiten Weltkriegs den Kampf Russland gegen Finnland, also Sowjet-Russland gegen Finnland. Die Russen haben halt eben die Finnen angegriffen und kamen überhaupt nicht voran. Ja? Und alle haben sich gefragt, was ist denn da los? Wie kann denn das sein? Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, die SS hatte über ihren eigenen Geheimdienst die russische Militärs destabilisiert, im gefährlichsten Ausmaß. Die andere Nummer ist, dass die Russen einfach so getan haben, als ob, um zu sagen, kommt ihr nur. Also wir sind so schwach, uns kann man im Grunde eigentlich zum Frühstück verspeisen. Und das war überhaupt nicht so. Also unter Umständen macht uns da Putin in der Ukraine nur was vor. Und der Krieg ist sowieso, meine Begriffe, nicht mit Haste, was kannst du geführt. So, die nächste Nummer ist halt eben Öl- und Gasembargo. Auch da wird Russland nicht mehr mitmachen. Denen tun jetzt schon die Knochen weh, wegen der ganzen Sanktionen, die sie haben. Wenn die einfach automatisch weiterlaufen und die Russen kurz vor dem Zusammenbruch sind, dem wirtschaftlichen, dem ökonomischen, dem finanziellen, dann werden sie auch ausrasten. Ja? Und Öl und Gas gehört dazu. Die Amerikaner wollen, dass es gemacht wird, dass es halt eben dann auch noch inbegriffen ist im Paket. Und da würden die Russen auch nicht mitmachen, da ist auch der große Krieg da. Russische Luftangriffe auf eine Stadt, auch möglich, wenn da halt eben die entsprechenden Opferzahlen da sind, würde das auch halt eben den Konflikt sofort ausbranden lassen. Erklärung einer ukrainischen Flugverbotszone durch EU und oder NATO. Nächster Moment, wo es dann sofort den großen Krieg gibt. Einsatz ukrainischer Flugzeuge von Nachbarländern aus. Hat in Rumänien, glaube ich, schon mal ansatzweise gegeben. Die Russen haben gesagt, wenn es nochmal vorkommt, dann greifen sie dieses Nachbarland an, egal ob EU-Mitglied oder nicht. Und. Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Also auch diese altes Thema AKW, ne? Also jetzt Wiederholung. Wiederholung hatten wir schon zweimal gehabt, ganz am Anfang vom Gespräch. Die Sprengung oder versuchte Sprengung oder der Angriff auf das Atomkraftwerk, Zelensky als Nuklearterror bezeichnet, war auch wieder eine Wiederholung 36 Jahre nach Tschernobyl, wo man sich fragt, was soll das jetzt? Mhm. Also die Russen Tschernobyl eingenommen haben jetzt, was ich vor Jahr und Jahr und Tag. Moment, Wochen. Da muss ich aber kurz korrigieren. Die ersten Truppen, die auf ukrainischem Boden waren, waren Fallschirmjäger, die Tschernobyl eingenommen haben. Und dann gab es Kämpfe mit den ukrainischen Truppen, die das versucht haben, wieder zurückzukriegen. Ja, bei in Tschernobyl liegt der ganze Atommüll rum. Und wenn man eine schmutzige Bombe bauen möchte, dann hat man da natürlich das Material, was man braucht. Also ich glaube, Russland ging davon aus, dass wenn sie das in der Hand haben, dass diese Gefahr vielleicht schon mal weg ist. Also da würde ich gar nicht widersprechen wollen. Ja? Der Punkt ist, wir reden jetzt über Szenarien, die dunklen Szenarien, wo wir jetzt im Grunde unter Umständen reingleiten können, und zwar ganz, ganz schnell, dass wir dann sofort einen Weltkrieg haben. Mhm. Das geht dann innerhalb von Tagen. Und da gehört letztendlich so eine Nummer auch dazu. Und die Russen hätten tunlichst vermeiden sollen, in bestimmten Regionen, wo Atomkraftwerke, zumal wenn das größte Atomkraftwerk Europas irgendwo steht, dann marschiere ich dort weitgehend drumherum. Da schicke ich meine Truppen nicht hin, um Himmels Willen, weil ich kann davon ausgehen, dass die Ukrainer irgendeinen False-Flag-Anschlag dort inszenieren wollen. Und dann sehe ich ganz alt aus. Mhm. Und die haben es sonst noch gemacht. Und das kann sich wiederholen bei einem anderen Atomkraftwerk. Und dann geht es halt eben wieder los. Und dann heißt es, wir können jetzt nicht mehr länger zugucken. Mhm. Das ist halt eben die dunkle Variante. Die helle Variante ist die, die sich momentan in den Verhandlungen tatsächlich abbildet. Und deswegen bin ich wahnsinnig erfreut darüber, dass es so ist, dass eine Neutralisierung nach dem Vorbild von Österreich halt ins Auge gefasst wird. Und da werden die Russen mitgehen. Wenn die Russen wissen, dass die Ukraine eine österreichische, immerwährende Neutralität haben, dann ist der Krieg vorbei. Glaube ich wirklich. Ja, österreichisch oder schweizerisch? Oder... Egal wie. Es kann auch schweizerisch sein, das wird dann für die Ukrainer nicht ganz so angenehm, weil sie müssen dann Kantone einrichten und Ukraine ist so groß, dann haben sie dann auch einmal ein polnisches Terrain, was dann unter Umständen Sonderrechte beansprucht und ein, keine Ahnung, bulgarisches, was da immer auch angrenzt. Mhm, ja. Aber beide Lösungen wären gut. Ne? Also die österreichische finde ich noch ein bisschen besser, weil da die Regierung zentraler bestimmen kann, was geht.
Natürlich hast du wieder mit der Zwischenfrage vollkommen recht, was die Ostgebiete anbelangt, innerhalb des alten ukrainischen Staatsgebiets. Wenn die sehr starke kantonale Rechte bekommen, wie in der Schweiz, dann könnte Putin sogar noch, wie soll ich sagen, bereit sein, dass diese Gebiete innerhalb des Staatsverbandes bleiben. Und das ist das Akt, das ich hoffe. Mhm. Und das läuft momentan. Genau diese Entwicklung läuft. Und ich bete, dass es zu Ende kommt, genauso. Dann haben wir München. Das ist das Problem. Ja? München war 38, ein Jahr vor dem endgültigen Krieg. Und es gibt diese Antreiber, die nach wie vor sagen, wir müssen jetzt die Sache übersteuern. Und wie wir dann dahin kommen, die auszuschließen, dann haben wir uns als Europäer hinzustellen und haben uns von den Amerikanern endgültig abzuschotten. Ansonsten funktioniert es nicht. Es gibt einen letzten Punkt, den muss ich noch anführen, ohne dass ich einen Riesenfass aufmachen möchte. Aber wir sehen ja gerade, dass es Verhandlungen gibt und ausgerechnet der Staatschef Israels spielt da eine Rolle. Das hat mich doch überrascht, naiv und blauäugig, wie ich so bin. Ich finde es schon ganz interessant, dass ausgerechnet der durch die Länder tingelt und dort Verhandlungen führt. Klar, es wurde argumentiert, so in den Leitmedien, weil der so viel irgendwie internationalen Respekt genießt oder als ganz, ich weiß nicht, kompetenter Typ bekannt ist oder der wäre angeblich ganz neutral. Ich habe da so meine Zweifel, aber ich fand einfach den Umstand ganz beachtlich, dass gerade der das macht und nicht zufällig Staatschef von Australien oder so. Mhm. Gut, aber Zelensky kommt aus dem gleichen Stall. Nuland kommt auch aus dem gleichen Stall. Das sind Kräfte, die momentan in der Genese dieses Konflikts nahezu entscheidend sind. Was Bennett anbelangt, ist die Frage, ist er religiös oder nicht? Ne? Ist er religiös schlecht? Ist er nicht religiös gut? Er ist rechts, relativ stramm rechts. Ja? Und das sind eigentlich normalerweise Kreise, die nicht unbedingt religiös gestrickt sind. Die sagen sich, über mich keine Macht und weder der Teufel noch der Gott soll über mir walten, sondern es geht nur um ein Volk, ein Reich, ein Führer, um es ganz negativ auszudrücken. Und das sind witzigerweise auch noch in diesem Moment halt eben Kräfte, die tatsächlich vermitteln könnten. Mhm. Kommt aber jemand hinzu, der okkult geprägt ist, in irgendeiner Form, der sagt halt eben, ich muss, was ich... Gott als Schreiber der Geschichte an meiner Seite haben. Das ist ganz schlecht. Wie er dort reinkommt, ist eine gute Frage. Ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, rührt noch aus der Maidan-Geschichte her, als die Schießerei dort gewesen ist. Es gab ja die Scharfschützen, die auf dem Maidan, auf dem Euromaidan vor ein paar Jahren, dieses Blutbad angerichtet haben und in beide Gruppen reingeschossen haben. Also sofort sowohl in die Regierungsgruppen als auch in die Demonstranten. Und die Frage war, wo kamen die Leute her? Und die Frage war, sind es Amerikaner oder sind es Israelis? Beides wurde vertreten. Es gibt ja auch noch ganz, das würde ich ganz kurz noch in diese Sendung packen. Dann halte ich auch den Mund, Robert. Begriff Maidan. Maidan war vor einigen Jahren in aller Munde, ist ja dieser zentrale Platz in der Stadt Kiew. Und das Wort Maidan ist eigentlich ein Begriff, der aus den orientalischen Sprachen kommt. Ich weiß nicht genau, ob er arabischen oder persischen Ursprungs ist, aber es gibt auch in Kairo einen Maidan und ich glaube, in Teheran wird es einen Maidan geben. Oder ich glaube, sogar im Persischen heißt das Wort Maidan oder Maidan so viel wie großer Platz. Jetzt kann man sich fragen, wieso hat in Kiew der große Platz in der Mitte einen Namen orientalischen Ursprungs? Das hängt wiederum mit dem Kasarenreich im Frühmittelalter zu tun. Kiew wurde... war ein militärischer Stützpunkt der Kasaren, wo die Kasaren muslimische Söldner, die sie angestellt haben, positioniert hatten. Und das wurde erst später von den frühmittelalterlichen Rus, denn so hießen die Russen und Ukrainer und Weißrussen, als das noch ein Volk ursprünglich war, erobert und christianisiert. Und dann wurde später Kiew zur sogenannten Mutter aller russischen Städte. Das ist eine ganz interessante Geschichte, können wir hier nicht im Detail ausblenden. Ich will es nur unbedingt reinbringen fürs Publikum. Sensibilisiert euch mal für solche Zusammenhänge. Forscht da mal nach. Warum heißt denn der zentrale Platz in Kiew ausgerechnet Maidan? Herzlichen Dank. Das war interessant, echt, ja. Ich habe es nicht gewusst. Nie gehört davon. Nie. Und es geht. Kiew war ein militärischer Außenposten, ursprünglich im Kasarenreich. Ja, das hatte ja eigentlich in Südrussland und Kaukasus in der Ecke sein Zentrum und Kiew war so der Randbereich.
Es gäbe auch jetzt noch in einer anderen Sendung ganz lange drüber reden. Aber es gäbe noch tausend Dinge, die wir jetzt erörtern könnten. Ich glaube, mit euch könnten wir jetzt noch Stunden sprechen. Ich möchte an dieser Stelle einen Punkt machen und mich bedanken für eure Ausführungen. Also worauf wir zulaufen, wissen wir alle nicht. Wir hoffen, dass wirklich die lichten Kräfte in dieser Richtung dominieren werden, dass die weltlich orientierten Politiker hier hoffentlich das Sagen haben und weniger die Endzeitsekten hier vordringen. Also Wolfgang, alles Gute für dich. Ich denke mal, du wirst auch viel schreiben momentan und das zusammenfassen. Ich hoffe, du hast auch die Zeit dazu. Und auch Charles, vielen Dank, dass du heute eingesprungen bist und uns mit an dieser Sendung begleitet hast. Also vielen Dank an euch beide. Danke fürs hier sein. Und dann noch Tschüss nach draußen natürlich. Also viel Holz, viel zu denken, viel nachzudenken. Wir versuchen es alle einzuordnen und ihr sagen danke für euer Interesse und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal noch dabei sein werdet und dabei sein könnt. Das klingt auch komisch. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und wir sind raus. Servus, tschüss.